Kernel. An der Havel kreuzt die Spree. Von Berlin aus, JPD. Ja, jetzt du wieder. Ja, weiter. Hier, bei ihm darfst du auch rauchen. Genau, darfst du rauchen. Bei mir darfst du rauchen, ja. Geil. L.A. Alexander, der war auch letztes Mal, glaube ich, bei den Aufsehern mit dabei. Der macht gute Arbeit. Alles klar, Vicky. Hab mich gefreut. Die Aufsteigende. Gut. Okay, weiter. Das ist der beste Mann, einer meiner Top-Supporter. Ein Bodypillow will ich mir kaufen. Ja, die gibt's da vorne. Okay. Dann können Sie sich auch bewundern. Ah, okay. Ah, die haben mich auch, die sind so wissen. Ja, genau. Wie du die Polaris fandest? Ah, bisher finde ich sie sehr gut. Ich bin noch den ganzen Tag hier. Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Padoria, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich finde, der Bart steht hier ausgezeichnet. Danke. Happy Slice, happy? Live! Gut. Und klappt auch bei dir, siehst du? Weiter.
attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So ein Schwachkopf. Wie meinen Sie? Maul, Tadeus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Bluefire musste ich schon wieder richtig eskalieren, bevor es überhaupt losgeht. Danke, Bluefire, für 50 Euro. Dankeschön, 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 Dankeschön. Mäusenpatch, Tango. Hat sich hier den Tango oder was? Moin, 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 moin. Wir gehen kurz für den Nintendo-Hype-Modus rein. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir sind heute auf Shadow of the Republic. Ich muss kurz wieder ankommen. Heute war ein bisschen chaotischer Tag. Mal. Auch auf Twitch. Hallo, hallo, Captain Ziegel. So, wir springen mal direkt darauf. Zack, machen wir so. Ich hoffe, euch geht's gut. Moin, Nick. Moin, GRC-Fan. Also sowieso, hallo. Krasser Typ. Dann moin, Bluefire. Da habe ich ja schon gesagt, Junge, mal danke für den Fuffi. Dann Sada, wann wieder Mafia P? Heute vielleicht. Heute machen wir vielleicht Mafia P. Kommt ganz drauf an, wie spät das ist. Jetzt haben wir es gerade 20.08 Uhr. Und wie weit wir heute kommen, ne? Und was da überhaupt los ist. Wir können mal kurz von außen schauen. Was ist da überhaupt los? Warte mal kurz, was ist jetzt los? Geht jetzt schon das Event los, oder was? Nee, okay. Okay, ansonsten kommt gerne schon mal auf den Server rauf. Ich habe ihn in der Infobeschreibung. Warte mal, ich finde gerade die Musik scheiße. Warte. Zack. Ich gehe mal darüber. Ich baue euch nochmal den Link rein. Ach, das kann man jetzt sogar lang. Bluefire, what's happening? Zehner hinterher. Junge, 60 Euro, das Stuhl geht. Ist der Stuhl kaputt? Nee, oh Gott. Geht. Ich fehlt da eine Rolle? Nee, oh Gott sei Dank. Warte mal ganz kurz. Okay, alles heile. Ich glaube, es ist aber ein brachialer Körper nach 7 Wochen Fitnessstudio. Junge, Bluefire. Come a bit down, boy. What's happening right here? He is just donating 60 Euros. Und das Geile ist, man kann das ja sogar liken. Kann ich da auch ein Like abgeben? Bestimmt, ne? Und man kann jetzt aber zack, Like. Ach lol, aber ich kann jetzt so Herzen verteilen, krass. Sieht man das jetzt auch bei euch im Chat? Weil ich sehe jetzt gerade nur meine Live-Übertragung. Was machst du beruflich, Nils? Ich bin arbeitslos. Nein, gleich bricht, Glück, ja. Also ich stemme schon 30 Kilo nach 7 Wochen, ja? Ich bin ganz kurz davor, der nächste John Cena zu werden. Keine Vergleiche mit dem Drachen. Wallabilla! Was mache ich beruflich? Ich bin Abiturient, also noch. Und dann geht's ins Studium. Geschichte und Politikwissenschaften. 60 Euro in Photoshop ist gesichert. Das stimmt. Jetzt kommt das da auch. Das hat man vorher gar nicht gehört, ne? Ich muss immer noch bei Superchat das mal einstellen. Photoshop ist gesichert. Photoshop, Junge, jetzt sind alle Abos für den nächsten Monat schon mal safe. Photoshop ist eigentlich 20, also für Adobe. Für Streamlabs bezahle ich 20, dass ich Multistreaming machen kann. Ich hätte auch einfach so, nein, hallo, Twitch, hallo. Ich hätte auch über Restream und so das machen können. Bald einfach The Rock. Lent. Junge, bald bin ich The Rock, Junge. Ja, was hat er noch letztens gesagt bei WWE? Oh boy, I'm coming for you, boy! Das bin ich. Wie alt bist du, Alter? Das ist gerade AQ-Rad. Ich bin 22 noch. Am 20.08. Ich will, dass ihr euch diesen Tag markiert. Am 20.08. werde ich 23, ja? Bin ich 23 Jahre schon auf dieser Welt existent. Genau, das ist so das Ding. Ne? Genau, wir gehen jetzt mal rein auf den Server, ne? So, wir sind jetzt hier auf dem Server. Gleich kommt ja ein Event. Nur mal in die Musik raus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau. Ne, also wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch Abiturient. Und dann geht's voran. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Warum kann ich nicht in die Third Person? Was ist das für eine Scheiße? Thomas, ist das Tattoo auf Englisch? Nee, ach nö. Geht's Ihnen gut da unten? Warum kann ich nicht in die Third Person? Oder mal Third Person. Wie war das nochmal? Ob es Ihnen gut geht?
Ja. Okay. Warte mal. Ich muss mal kurz die Kamera mich mal dahin stellen, sodass ihr die Leute auch seht. Und mich ein bisschen kleiner macht. Ich mag es ja, wenn ich groß bin, aber Selbstliebe kann ja mal weg. Ja, genau. Forever 12. Ich habe immer gesagt, ich bin fast 12. Wissen Sie, da fangen die Probleme ja auch an. Ne? Manchmal denkt man einfach, man könnte es schaffen und manchmal wiederum nicht. Ne? Aber nur wenn man die Probleme wirklich anpackt, dann schafft man es auch wirklich. Ja, da haben Sie recht. Natürlich. Haben Sie meinen Arm gesehen? Ihren Arm? Der ist doch da. Also, den habe ich ja. Ah, Jesus, den habe ich ja. Dankeschön. Das geht ja schon gut los. Warum kann ich nicht in die Ego-Perspektive? Why is that not möglich? Was war das denn mal? Kurz Map Reset schreibt einer. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nochmal in den Discord von den Jungs. Schau, ist der gerade noch da? Ja, ne? Bitte lass den Jungen noch da sein. Ach, er ist nicht hier. Er ist nicht in dem Channel. Naja. Die Laserbanane ist da leider gerade nicht drin. Auf jeden Fall, hier kommt gleich ein Event. Ich hätte vorhin mich hier auf dem Server, sag ich mal, bereitgetreten. Wollte ich gerade fast schon sagen. Was geht der Poly Chef? Gut, dass du hier bist, Junge. Gut, dass du hier bist. Nur einiges, ne? Wir sind jetzt gerade auf Shadow of the Republic. Also ich wollte euch nochmal die IP-Adresse reinballern, ne? Und ihr seht natürlich gerade nichts. Egal, wartet mal ganz kurz. Ihr könnt natürlich theoretisch auch meinem Discord-Server beitreten. Dort steht alles unter Hashtag, hier spielen wir. Poison, Alter, Tango, du bist die geilste Sau. Tango ist die richtig geile Sau. Bind STP, Tango, ich könnte dich küssen. Wallabila, für dich würde ich machen. Für dich würde ich das Ufer wechseln. Ist das noch politisch korrekt? Für dich würde ich auf... Ich glaube, je weiter ich mich jetzt herausrede oder irgendwie versuche glatt zu bügen, desto schlimmer wird's. Sagen wir so. Ich würde. Tango, mit dir würde ich. Boah, Tango, das ist echt gerade geil, was gerade passiert ist. Ich bin jetzt in meine Augen reingekommen. Überlegt euch mal, das wäre unsere Ansicht. Mal einfach so kurz überlegen. Einfach mal kurz vorstellen. Das wäre die Ansicht. Third person. Forever, warte mal, ich will mal ganz kurz das Mikro. Ich habe immer noch, wisst ihr, ich muss immer noch hier machen, ne? Ich muss immer noch einen auf TV-Moderator machen. Weil mein anderes Mic down ist. Es geht. Lade die Kolli gerade runter. Oh, das ist gut. Das sind ja nur 30 GB. Spaß. Ich glaube, es waren 20. Naja, Tango, jetzt lachst du noch. Warte mal, wenn wir uns sehen. Spaß. Aber beides Polaris, wo wir gerade beim Thema sind, sehen und so, ne? Morgen beginnt der Vorverkauf für die Polaris. Und ich bin gehypt wie sonst was. Letztes Jahr, ich will mal ganz kurz Revue passieren, das dauert dann noch ein bisschen, bis das Event losgeht, haben wir The One and The Other Person seen. You know, you might remember. Wo war es denn? Unter anderem die Stimme von Bugs Bunny. Das ist Norman. Er ist Teil Das ist nicht Bugs Bunny, das ist doch nicht so ein Plato. Das ist Tornado. Das ist Norman, er ist ein Hund. Schön. Wir kommen an die alle ran. Ich bin ja morgen auch noch hier. Morgen bin ich auch noch hier. Die als Kind angefangen haben, ja. Die dann so weitergemacht haben. Mach mal dein Iswas-Dog. Gib dein Iswas-Dog. Ich will dein Iswas-Dog hören. Gib's mir, Sven. Ja, finanziert. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Schulen. 20 Leute. Also da kommen auch Leute. Ja. Submarine, Junge, wissen es. Aber jetzt mach einmal. Iswas-Dog. Alles gut. Okay. Aber schön. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gut. Schauspiel so ein bisschen, ne? Ja, weil man kommt sehr schön. Ja, die Klinken weg. Dankeschön. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Okay, ich weiß nicht mehr, was war. Sitz. Okay. Ja, warten Sie, ich hab noch einen Stift. Okay. Dann können Sie sich auch bewundern. Ah, okay. Die haben mich auch diese Verwister. Ja, genau. Naja, so waren jetzt die Stimme gerade. Jetzt habe ich, glaube ich, verpasst. Naja, komm, scheiß drauf. Er hat es auf jeden Fall gemacht. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, beides Polaris. Wir können mal kurz gucken. Also ich glaube, aktuell ist da nichts los. Ich weiß nur, dass ich glaube, nach unserer Aktion da, also ich wurde jetzt ja nie böse angeguckt oder so, aber wir hatten ja mal, Digga, Convention, weißt du, wenn deine Convention nicht so bekannt ist, dass wenn man den Namen einfach eingibt, dass Polaris auskommt, ne? So, ich will mal kurz gucken, was wir damals nämlich ja, angetan haben. Wo war das denn? Ja, wir hatten damals ja dezent die Kommentare geflutet, so, ne? Wir wollen Alexander sehen. Großartiger Trailer. So, das ist cool. Grüße von Alexander Zock. Der Renox damals ganz groß dabei. Stabil. Looks promising. Alexander Zock kommt auch. Die waren richtig vorbereitet. Dann war ich da. Kein roter Teppich. Ich dachte, was los. Aber naja, bald geht's ja weiter los. Aber bisher noch keine Gäste. Morgen gehen erstmal die Karten los. Also der Kartenvorverkauf. Und dann, denke ich, werden auch schon die ersten Gäste angekündigt. Letztes Jahr war ja unter anderem Gronkh und so weiter und so fort da. Da denke ich, das wird noch ganz gut. Wann wieder Herr der Ringe-RP? Alter,
erstmal hallo, The Rainer LP. Ich habe aufgenommen bei der Ringer LP letzte Woche. Da kommt auf jeden Fall was demnächst. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Ich habe eigentlich Lust, da wieder ein bisschen mehr zu tun, tatsächlich, weil ich Herr der Ringe RP schon ziemlich geil finde. Aber das ist auch immer so ein Zeitding. Ich hänge jetzt seit einer Woche, ja, nicht seit einer Woche, aber sagen wir mal seit einem Wochenende an einem Videoschnitt. Und jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem Star Wars RP Video, so größtenteils. Und da muss noch Herr der Ringe steigen, weil ich muss auch wieder reinkommen. Ich gebe es ja ungern zu, ich bin ein bisschen raus. Ich bin wirklich ein bisschen raus jetzt. Ich musste mal kurz gegenschlagen, damit ich auch selber was höre. Das ist halt ein bisschen schade. So, Joint gerne rauf. Ich habe die IP-Adresse immer noch nicht reingeballert. Ne? Digga, sickte. Also jetzt ist aber mal gut. Ich baller euch die jetzt so oft rein. Auch hier schön auf Twitch natürlich. Bam, Jungs. Und jetzt, ihr werdet jetzt... Ich kriege euch jetzt endlich die scheiß IP-Adresse. Ich möchte, dass ihr auf diesem Server bitte alle joint, ja? Einfach mal ganz kurz ausrasten. Mal kurz die Chatfrequenz um 20.18 Uhr mal nach oben pegeln. Genau, also kommt ihr gerne auf den Server, ihr wisst, was ihr tun müsst. F10, das war F11, connect und dann eingeben die Geschichte und dann läuft der Hase und ihr geht einfach in die Liste rein. Der Server wird gerade eigentlich relativ weit oben angezeigt. Ist für euch der Ton hier auf dem Server genug oder ist das zu leise? Ich finde, es ist ein bisschen leise. Junge Ada ist dem Server beigetreten, mein Troller vom Dienst. Ich mach mal ein bisschen lauter, weil irgendwie ist es leise, finde ich. Guck mal, ist Ada ja auch schon im Chat, das ist doch schön, das freut mich, Ada. Ada, ich habe dich vermisst. Gut. Okay. Ich bin auch ein bisschen echt klein jetzt. Aber egal, wie wir gerade sagen, aber klein. Kann ich mal Leaks zu den Models von meinem Server schicken, wenn du willst. Ja, schick die doch ganz gerne. Wenn wir uns die im Stream angucken können, dann machen wir das gleich mal, ne? Würde ich sagen. Weil der Holy Shepter macht ja auch einen Server. Wie, Ada? Wie ist das RP dort? Also, ich sag, wie es ist, Bluefire. Diese 20 Minuten, die ich hier bereits drauf... Diese 13 Minuten, die ich bisher hier drauf verbracht habe, die waren ganz gut. Also ich weiß noch nicht ganz, aber die Jungs hier, die kennt man eigentlich. Also Adonis Creed, mein bester Freund. Das ist ja wirklich, das ist sogar Grace. Junge, das war ja jetzt nur ein Scherz, Alter. Natürlich, Adonis Creed kennt man, das ist Grace, Junge. Der Typ, der... Nee, das war Falcon. Was ist denn das jetzt? Player Lalexander mockt? Was heißt der mockt? Erstmal gucken, was mockt heißt. Joint deinen User namens Lalexander mockt. Was heißt mockt? Moin Prime, du geile Sau. Ich hoffe, alles steht senkrecht. Mockt. Was heißt morgen? Jugendsprache. Pass auf. Der Begriff morgen leitet sich von dem englischen Akronym AMOG ab, welches für Alpha Male of the Group. Ja, aber mal richtig. Also Alpha Mann in der Gruppe. Ja, ja, I know what Alexander it is. Let's Placement. Junge, Nick, gütet mal um 5 raus. Was ist denn jetzt los? Ich 240. Wieder auf XD. Alter, er rundet auf. So was jetzt. Wurde Begriff von der Pickup-Artist Mogging. Eine Strategie sah, um Frauen anzuziehen. Wenn Alexander zockt, mockt, gefällt mir der Radjoint. Guter Typ. So, Alexander mockt. Alles steht parallel. So muss das. Du läufst mit SEB. Ich sehe immer in der Beschreibung. Ist dabei SEB. SEB zu was, wie heißt die Scheiße denn jetzt? Wie heißt die Scheiße denn jetzt? Das Wort, was mir fehlt. SEB zu. Hallo! Wortfindungsstörung. Ich weiß nicht mehr, wie das scheiß Wort heißt. Wie heißt das Wort für eine Beschreibung? Wie heißt das Wort für eine Tätigkeit? Tätigkeit mal. Ja, schreib doch Deutsch, Junge! Tätigkeit. Aktivität. Wie du das programmieren willst, sehe ich immer. Ne? Das ist das Wort, was man gerade entfleuchtet. Ja. Wie läuft es mit SEB? Ja, ich sag euch, wie es ist. Langsam knallt es wieder ein bisschen. Der ist Alzheimer, aber sowas von. Genau. So, ich hoffe, das geht jetzt gerade. Was macht Junge? Wirklich, die kann... Oh, super, ich überlebe das. Finde ich gut. Okay, gut, ich schau mal ganz kurz nach, bevor wir jetzt hier weiter wild her sind. Ist Holy hat mir... Oh, das... Bitte meine Adresse liegen... Okay, hab ich nicht.
Holy, löscht nochmal bitte den Kommentar mit deiner Adresse und so weiter und so fort. So, das können wir uns hier angucken. SCB läuft gut. Sag mal Bescheid, wenn es fertig ist. Alter, das sieht wild aus. Arbeiten geht voran, so sieht's aus. Wir können hier mal eine Abstimmung machen. Sag mal, wie findet ihr das Model von ihm? Wir machen mal hier kurz, was war denn das hier? Da, Umfrage erstellen. Wie sieht Model aus? Wie sieht Model aus, Leute? Leute! Wallah gut. Ich würde heiraten. Umfrage starten. So, jetzt. Wir zeigen nochmal kurz das Model. Ihr sagt mal kurz, wie ihr findet, ja? Ich mache mal gerade ein bisschen Entspannungsmusik nochmal an im Hintergrund. Warte mal ganz kurz, zack. Warte mal. Musik. Animal Crossing. Nein, Nintendo. Boah, was? Ich sehe gerade, das geht gerade schon los. So, Background Music, zack. So, dann gehen wir gleich ins SMP rein. Oh, so, das ist doch entspannt. So, jetzt mal gucken. Ich zeige euch nochmal kurz das Model. Sagt, würdet ihr heiraten oder würdet ihr einfach sagen, voila gut? Voila gut ist okay. Voila gut ist stabil. Voila gut ist so. Sagt mal. So, jetzt gucke ich mal kurz hier rechts lang bei mir. Naja, die Shirts machen wir weg. Oha, viele auch für voila gut. Das ist jetzt nur Infanterie. Voila, voila. Infanterie. Ja, finde ich gut. So muss das doch. Man muss ja auch die Dinge im Leben sehen, ne? Die. Dass man einfach mal tun würde. Die finde ich gut. So, okay. Aber ich muss sagen, so rein von der Farbe finde ich geil. Ich weiß nicht, ist das so eine spezialisierte Truppe oder ist das so Custom-Dings? Weil ich muss ja sagen, ich habe ja mal probiert, so was auch zu machen. Ich wollte einen Batman ummodulieren. Nach 7 Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte gekündigt. Hallo, sorry für meine Inaktivität. Ja, Taco, ich möchte dich hier nie wiedersehen. Spaß. Hatte einige Probleme und bin jetzt auch im Urlaub seit 9 Jahren. Grüße aus dem Ausland. Wo bist du denn, euer Taco? Sag mir, wo im Ausland du bist. Heißt es für dich etwa ab in den Urlaub? Sag mir, wo du bist. Aber ey, ich musste dich entschuldigen, Junge. Eigentlich müsste ich mich entschuldigen, dass ich nicht so oft da war. Aber Jungs, das Abitur lässt sich nicht einfach so umsonst schreiben. Das wisst ihr ja. Aber ich sag euch, ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, dass ich jetzt endlich keine scheiß Prüfung machen muss. Ich muss eigentlich gelogen, ich muss noch in die mündliche Prüfung, und zwar in Geschichte. Aber mein Geschichtswissen ist very good. Ask me anything. Scheiße, was habe ich jetzt damit getan? So. Nee, aber das ist einfach nur, ach, das ist easy. So, jetzt gehen wir mal rein, weil die Jungs haben ja auch ein Event vorbereitet worden. Scheiße. Die denken sich, oh, Alexander zockt ja, Wichser. Warum zeigt er nicht unseren Server? Spaß. Aber kann mir jetzt schon irgendwas nochmal? Aber ihr könnt auch gerne nochmal dem Server von den Leuten hier beitreten. Ne? Das ist ja, was geht? Auch wieder da. Mikey, Junge, wir haben gerade vorhin noch über die Polaris geredet. Du bist noch am Start, ne? Ich bin gerade in Polen, in dem Land, wo ich geboren bin. Okay, das war eine Zusatzinfo mehr. Wir nehmen sie aber an. Wollt nur wissen, wo ein Urlaub? Nee, aber ist doch cool. Polnisch, finde ich, ist gerade eine Sprache, slawische Sprache. Das Ding ist, wo du durch bist, mittendrin in der Scheiße. Ja, Prime, ihr hattet jetzt 2 geschrieben, glaube ich, ne? Also erstmal, guck mal, ich rede mal kurz mit ihm. Ihr hattet jetzt, glaube ich, 2 geschrieben und nach den Ferien war das auch ein. Hallo. So. Nach den Ferien schreibt ihr, glaube ich, nicht mehr 3, ne? Ich frage dir mal was. Bisschen Smalltalk führen. Sir, ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie bereit? Ja. Okay, sehr gut. Ich bin ja ganz neu. Was können Sie mir irgendwas empfehlen? So an einheitstechnisch? In welchem Sinne? Einheitstechnisch. Ja. Ich glaube, die 501. sucht noch ganz viel. Die sind ein bisschen unter. Ich verstehe. YOLO Xander mockt? Vor Chandel Alexander. Ich verstehe die 501. und warum nicht zu den Technikern? Suchen Sie keine Leute? Mal ein bisschen Smalltalk. Klar, Mike ist bei der Polaris dabei, sehr gut. Ich suche natürlich auch Leute, aber das würde ich Ihnen nicht raten, weil da einige Leute ziemlich verrückt da drin sind.
Okay, sind das auch die Leute, die gerade für die Explosion am Reaktor sorgen, schuld? Oder ist das gerade von außerhalb einfach nur? Nee, die nicht. Ich glaube. Moin Sade. Da ist okay. Sogar der einzige. Das sind der einzige, oh. Sie sind der einzige. Ja. Sie haben sie nicht gerade gesagt, die EC ist verrückt? Und sie sind der einzige in der EC? Haben ja, sie... wir sind irgendwie 5-6 Leute und davon sind nur einer, also dann bin nur ich. Ach so. Wissen Sie, vielleicht komme ich zu Ihnen, haben Sie noch einen Partner, ja? Das scheint ja richtig begeistert zu sein. Aber 12. Klasse ist auch, ja, 12. Klasse ist Hölle. Gut, ich gehe dann mal weiter. Cactus Jack ist im Server beigetreten. Peng, 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 Junge. Cactus Jack. Junge, kennt ihr Cactus Jack? Ich glaube nicht, ne? Scheiße, gleich wird der Stream demonetarisiert. Cactus Jack. Kennt ihr Cactus Jack? Kennt ihr Cactus Jack? Ach, nicht Cactus Jack Records. Scheiß mal auf die Wrestling. Junge, Cactus Jack ist gerade im Server beigetreten. Wenn dieser Mann vor euch steht, dann heißt es, rennt um euer Leben. Cactus Jack, komm. Peng, peng. So, wir gehen wieder rein. Ich habe gerade nur den Namen gesehen und als Wrestling-Fan drehe ich da durch. So. So, warte mal. Ist hier wieder der scheiß YouTube-Chat wieder nicht zu sehen? Ja, ist ja gut, Kaktus. Meine Fresse, Kakteen. Heißt eigentlich Kaktus so oder Kakteen? Kakteen, ne? Moin, Heinz Hurensohn. Nein, Spaß, Heinz Hurensohn. Wir kennen uns von Gaming Interactive. Wir sind ganz gute Freunde. Deswegen dürfte ich sagen. Ansonsten aber keiner. Wenn ich einmal Heinz Hurensohn im Chat sehe, dann drehe ich durch. So. Ja, genau, die sind alle langweilig. Lieber die Matthäus, pack, das sind die Besten. Oha, Sada, was los? Mafia P hast du vorhin gefragt, ne? Habe ich ja vorhin reingeschrieben. Machen wir vielleicht. Achso, warte, ich muss den Twitch-Chat jetzt auch noch offen haben. Gut, der ist stabil. Warte mal ganz kurz, warum ist das? Okay, Twitch ist auch live, das ist doch hervorragend. Wenn dieser Mann von mir steht, RDM mich, na bitte zu einem guten Zeitpunkt, ja? Mach nicht so langweilig. So. Geht jetzt auch das Event los oder was? Also, mache ich. Was ist mit ihm? Er denkt auch Heiliger, ne? Hat das wieder das Gleiche. So, wir gehen mal nach oben. Wir brauchen mal eine Aufgabe. Jetzt renne ich hier rum. Und hier passiert ja gar nichts. Oh mein Gott, so true. Ja, eins weiß Bescheid. Eins. Hallo? Oh, das Blow. Hallo. Komm mal mit dir, ja? Ja, können Sie gerne machen. Finde ich gut. Ungewollt ja. Ich wollte mir eigentlich noch ein Schuhe kaufen, weil mein altes Mikro ist tot. Genau, VDM. Das Sie können Schach spielen? Gerade erst auf. Wollen Sie Schach mitspielen mit uns? Gegen. Oh, hallo, General. Was für ein scheiß Arsch. Ja, warum nicht? Aber warum will er nicht. Das scheiß Schachding weg, wenn ich das immer sehe. Und Sie hören auf, irgendwelche Leute zu schlagen. Von beiden Seiten. Soll ich den scheiß Schachding nochmal sehen? Haben Sie das nochmal mit? Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sir, gibt es irgendwelche Aufgaben? Wie geht die ganze Post? Nee. Ach so. Ah, ja. So, wo war jetzt die Schachtel? Komm, Polaris mit Maske. Okay, aber dann erkenne ich dich doch gar nicht, Junge. Ich weiß ja gar nicht, wie er aussieht. Aber wegen Polaris, ne? Mikey, morgen geht Vorverkauf für die Karten, ne? Hallo, wollte keiner von Ihnen ja mehr Schach spielen? Ich hätte die anderen Figuren dabei. Achso, okay. Was für Schach? Pass auf, dass du nicht gleich wegen zu viel Ausschnitt. Prime. Du, ich. Also, wir sind jetzt auf, keine Ahnung, ja. Sag mal, Jungs, Seeker Blow, wisst ihr, ob wir irgendwas zu tun haben? Haben wir einen Vorgesetzten? Ich glaube, das war wohl nein. Junge, Cactus Jack auf dem Server, finde ich geil. Der Holotisch fängt an zu blinken. Okay, wo sind alle hin auf einmal? Naja. Oh, ja, weiß schon Bescheid und komm einfach auf dich zu. Ja, Mikey, muss mich finden. Muss mein Instagram im Auge behalten, dann, ne? Da sag ich immer, wo ich bin. Oder schreib's mir dann. Das kriegen wir hin. Warum befindet sich keiner im Klunkrigerfunk? Ja, warum eigentlich befindet sich keiner im Klunkrigerfunk? Gute Frage. Was ist jetzt los, Digga? Kommen hier die. Ist hier ein NASA-Angriff oder was?
Oder war das auf Twitch? Nee. Okay. Noch kein Event, ja, merke ich. Alles RP-Verweigerer. Nein. Guck mal, der macht mit mir bestimmt was. Bleiben Sie stehen, das ist Ihre Chance Ihres Lebens. Ja, nein, Sie. Hallo. Hallo, bleiben Sie doch mal stehen. Ich möchte Rollenspiel mit Ihnen betreiben. Hallo? 666, oh, der Teufel. Guten Tag. Ich habe gerade Probleme, ich kann gerade nicht. Sie einmal kurz den Einzelnen alle. Ich werde vom General verfolgt, der will mich umbringen. Schnell, kommen Sie mit, ich bringe Sie in Sicherheit. Ich kenne guten Ort. TT214, CK10-1. Ich kann zur Not auch einen AK-170 ausparken, damit, ja. Theoretisch. Ja. Wenn Sie einen Co-Piloten brauchen, ich bin immer an Ihrer Stelle, ja? Warum will er Sie umbringen? Guck mal, das ist doch das AP, was ich wollte. Nein, stimmt nicht. Der Server ist noch nicht trollig. Weil ich frage mich jetzt wirklich, wann es losgeht. Wäre also momentan jetzt in 20, Sir. Ja, mit wem redest du denn? Digga, wer hat denn da den Bassverstärker reingestellt? Ich hoffe, ihr hilft mir sonst. Gegrüßt seien Sie. Oh, sehr interessant. Seien auch Sie gegrüßt. Geht's Ihnen? Mir geht's gut, wie geht's Ihnen? Nun, ja. Mir geht's auch gut. Dann würde ich sagen. Gibt's hier heute was zu tun? Weiß ich nicht, folgen Sie mal einfach mal. Dieser Mann wird gleich exekutiert anscheinend, deswegen gehen wir mal weiter weg von ihm. Natürlich. Er sagt, der General möchte ihn wohl umlegen. Das ist natürlich ineffektiv. Das ist halt ein Gegenbeweis, dauert noch Filio-Fisch. Oh, hatte wohl jemand einen Timeout, das tut mir leid. Sag mal, wie heißt denn du? 4878. Was ist dein Rufname? Ich heiße Zone. Zone wie? The Zone? Ja, The Zone. Kennen Sie? Ja. Ich bin Drake. Komm gerade vom Außeneinsatz auf Ryloth. Sag mal, bist du hier schon öfters gewesen? Mal ein bisschen Smalltalk führen. Nee, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich war hier mal kurz mit der ULAT-8 mal reingeflogen. Und als ich reingeflogen bin, bin ich wieder rausgeflogen und jetzt bin ich wieder drinne. Also frisch vom Camino, ja. Oh, wir sollten vielleicht wieder reingehen. Hier ist gerade kein Schutz. Ich möchte nicht sterben. Oh ja. Ich verstehe. Ich glaube, das ist Tango tatsächlich. Ja, da kann man nichts machen, ne? So. Aber weißt du, wo man einiges tun kann? Mit dem man anders ist als andere. Indem man zeigt, ja, dass man. Ja, dass man. Dass man seinen Soldaten steht, ne? Oh, guck mal da vorne. Wird er jetzt exekutiert? Ja, man verstehe. Weiß es nicht. Können Sie ihm erklären, was hier los ist? Aber wer ist er denn? Gute Frage. Hörst du den auch an im Funkkanal? Ja. Oder stehen Sie genauso ahnungslos herum wie ich? Nee, ich hab tatsächlich okay. Ich bin gar nicht im Funk dran. Folgen mir. Perfekt. Das hab ich, glaube ich, ganz ich das da oben. Auf gar keinen Fall, Sergeant. Dann ist das Selbstmord. Also. Ach, Selbstmord. Also, ich sag Ihnen das mal. Hier spricht CT4577 an Seeker, bitte kommen. Seeker hört Sie, sprechen Sie. Was geht da oben ab? Achtung, Achtung, ich schieße die Republic Navy. Es finden sich alle Truppen sofort im Mainhangar ein. Republic Navy, Ende. Gut, das hat die Frage wohl beantwortet. Wir haben deine Befehle erhalten. Ich bewege mich dorthin. Ich mich auch. Wir werden die Reihe als Erste bilden, um einen guten Eindruck zu richten. Private 4577 Ende. Ich bin unterwegs. So, machen jetzt. DT214 Seeker Ende. Sehr gut, Seeker, wir hören uns. Ich finde das so geil. Komm, wir machen jetzt richtig Hardcore. Vor mir. Also, ich sehe dich, Ada. Chat sieht man meine Nachricht? Ja, ich sehe dich. Ja, 30 GB hin oder her. Die 30 GB werden wir schmecken. Ey, so, und siehst du das Schiff da vorne? Was ist denn das für eins? Das ist eine gute Frage eigentlich, aber der ist sehr schnell, also sehen Sie den? Also wie schnell der gelaufen ist, also da, also... Ich bin überrascht. Na, hör mal! Mal hinter Ihrer TV. Auch, ja, und dann die, genau. Und das, und ja. Ey, sag mal, Seeker, weißt du, was das für ein Schiff da vorne ist, da oben? Vorne. Achtung, alle Truppen hier werden angegriffen, beziehen Sie Verteidigungspositionen. Scheiße, ich habe von dem Angriff noch gar nichts mitbekommen. Okay, okay, Jungs, wo ist unsere Kampfposition überhaupt? Hier oder was? Das ist eine gute Frage. Wir sollten uns jeweils zu zweit aufstellen. Einer, zwei hier und zwei da hinten. Gut.
Ich gehe aktiv in den Klonkrieger-Kanal. Okay, Jungs, alle rein da. Blau, kommen Sie mal mit. Wir gehen nach... Ah, scheiße, wir gehen doch nicht nach da hinten. Wir sollten nicht nach da hinten gehen. Wir sind etwas wir sind nicht atemsicher, falls Sie das gemerkt haben. Ja, Sie sollten nicht in den Vakuum gesaugt werden. Das passt schon. Suboptimal. Wir könnten auf Ebene 2. Jemand muss die Fahrschule bewachen. An alle Einheiten, allen Einheitsfunk 1 versammeln. Also geht los. Zika, gehst du in Einheitsfunk 1, sodass wir da einen Co-Funk haben? Bin drinnen. Sehr gut. Wir sind das Elite-Squad. Wir sind die Weiße Welle. Die Weiße Welle. Was ist, Lieutenant? Tut mir leid. Wir müssen die restlichen Korridore sichern. Ja. Wo sind die denn jetzt? Kommt doch her, ihr Klappergestelle. Mal ein bisschen provozieren. Das funktioniert bei Ihnen die Scopes auch schon. Wir sind der provokante Chief. Angriff beginnt! Kopf unten halten im Feuer! Angriff! Falscher Druiden! Wenn die hier reinkommen, dann war's das für uns! Verdammte Scheiße! Seeker! Kopf oben halten! Was war denn mal? Ich will mal eben die Umfrage beenden. Ich würde sagen, Walla Gut hat gewonnen, ne? So, wieder. Also geht's weiter. Sagt ihr Walla gutes RP? Walla aber gutes RP. Alle auf Shadow of the Republic, Servers in Silver Piece in der Infobeschreibung schon drauf. Macht ihr mal die. Wir wollen heute mal die 30 voll machen. Tariq Al-Bottom ist gejoint. Gut. Mann, ich will mir hier ein paar Druiden abknallen. Was Zone, ist das hier? Zone. Komm rüber. Hier hinter die Sandsäcke. Natürlich. Gut. Blow, am besten du hier auch. Hier sollten wir einen vorne. Geh zu ihm. Vorne ist noch ein Sandsack. Achso, ja, stimmt. Das auch. Dann gehe ich da hin. Dieser ganze Feldlazarett. Oh. Was macht denn das Feldlazarett jetzt hier? Ja, wer weiß. Verbrauchen wir es ja. Alex, brauchst du noch eine Mod? Auf Twitch, man kann ja mal fragen. Theoretisch ja, aber da mache ich demnächst noch einen Post zu, wenn ich da die 7 Tage voll habe. Weil da gehen wir da voll rein. Bei Twitch ist jetzt gerade eben erstmal nur so ein Nebenprojekt, ne? Also, was ist das Nebenprojekt? Aber so ein Nebending, ne? Private Alexander, weiß jemand, wie man E-Tex Private Alexander sieht? Den finde ich gut. A170 landet von uns. Gut, Jungs, ihr seid wieder drin. Erfolgreiche Flugbürger gehabt, ne? Ja. Digga, die denken, ich will hier trollen. Es sind doch Jäger auf dem Himmel. Scheiße. Scheiße, Mann, wo sind die Droiden? Aber ich sag, das heute ist nicht in Hangar. Guck dir an, wir sind nur 4 Cities. Ich gehe eben ins Feldlazarett. Verstanden, Blow, besetzen Sir? Sie mal gibt es weitere das andere, die andere Sandsack da vorne am Westen. Richtung Westen da. Okay, alles klar, dankeschön. Wir werden weiter die Front halten. Verstanden. Okay, Sada, ein Junge, dann ist ja Twitch wirklich perfekt. Gut, dass ich damit angefangen habe. Eher mal so geht auf YouTube. Oh, scheiße. Oh, Alexander so oder Twitch. Na, Alexander, jetzt bin ich im Fahrrad und Geschmack. Sada, ich liebe dich. Scheiße. Kopf unten halten. Halten Sie alle den Kopf nach unten. Ja, Arthur. Geht's euch gut? Natürlich. Ja. Sehr gut. Passt schon. Das sind Soldaten, so gehe ich nicht drauf. Nicht heute. Genau. Heute nicht. Denn gute Soldaten befolgen Befehle. Genau richtig. Blau, ich werde dich unterstützen. Wo ist das Schiff? Wenn nicht Befehle befolgt, wird erschossen. Ist es mal Rollkragen? Also, ich weiß nicht, was sie hier machen, aber bis die an unser Board kommen, ist der Venado schon wieder weg. Private First Class, haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir Cetus uns besser einsetzen können? Oder finden Sie die Position ist derzeit gut? Ihr solltet euch mehr verteilen. Wenn ihr auf einem Punkt seid, reicht es eine Rakete und ihr seid alle weg. Stimmt, Sie haben recht. Mehr verteilen an den Positionen hier. Matters Holy. So.
Was macht denn der Soldat hier? Der bekommt doch keine Luft. Ich glaube, der hat... Ja, ich weiß nicht, der oh Gott. Komisch. Ach du Scheiße. Oh Gott, der Soldat. Was macht er denn da? Der Soldat bringt sich doch noch um. Ha, Ah, Jungs, Jungs. Zika, wirf mir... Ach du Scheiße. Oh, oh. Schnell. Kommen Sie mit. Ah. Oh, das war knapp, mich jetzt fast erwischt. Ja, ganz gut. Alles explodiert. So. Okay. Ah, guck, alles. Geht's ihm gut, Sir? Alles gut. Geht's gut? Ja, mir geht's super. Ich funk grad nur. Alles gut. Das ist gut. Moin, Erikos! Das ist gut. Gut, weiter Stellung halten. Jungs, wir packen das. Ich pack euch mal kurz ein paar Sachen, Elste, verteidigen. An vorderster Front. Ah. So sieht's aus, Sieger. Das ist ja lustig. Ich doch erstmal umdrehen, du Fisch. Das ist die falsche Richtung, Sir. Ja, ich wollte ja umdrehen. Also. So, wir halten hier Stellung. Ich mach mal kurz Chef Strobel. Ach, scheiße, Junge. Vorsichtig, scheiße, Seeker! Zone! Schnell, ins Lazarett, ins Felslazarett! Also das hält stand! Ich kann ja nicht durchschießen, scheiße! Digga, was kommt da denn jetzt? Oh, ich glaub, was ist da? Feindkontakt im Seitenhangar. Kacke, scheiße, Seeker, geht's dir gut? Schnell! Ja, natürlich, immer noch. Wir sind nur noch zu zweit. Boah, Junge, mein Erikos. Aber ich glaube, der jeder hat ein bisschen was abbekommen. 10-1, was ist los? Ich höre Explosionen. Zone, komm in den Main-Hangar. Hier gibt's viele Tote. Wir brauchen dich hier oben. Seeker, lass uns nach hier vorne. Natürlich. Passen Sie auf, Seitenhangar hat Extremkontakt. Seitenhangar, Extremkontakt. Wirklich. Egal, alles ausgeschaltet. Sehr gut, so muss sein. Sieger, ich möchte, dass du an meiner Seite stehen bleibst, ja? Brauche dich. Wir sind nur noch zu zweit. Der AK-70 wurde gerade getroffen. Das schaffen wir. Wo ist denn der Rest? Keine Sorge, ich bin da. Gut, so, dann sind wir schon zu dritt. Nimm Stellung ein. Seeker, kannst du mich kurz bewachen? Ich kann sie sichern, ja. Muss mal kurz was gucken. Sie sollten sich aber eventuell ducken. Gute Idee. Der AK-70 hat ein bisschen was abbekommen. Der AK-70 steht im Feuer. Junge, warten Sie auf! Feuer! Den holen wir vom Himmel. Schießen! Oh oh. Oh oh, der richtet um. Sie können sich auch mit Schramm. Scheiße, oder auch nicht. Kurz. Ein Moment. Ja, ich mache was für. Aber ich muss sagen, der Server ist bisher ganz gut. Oh, ich muss mal ins Feldlazarett. Hilfe, ja, ich glaube auch, dass du ins Feldlazarett musst. Ah, ist ja alles okay Ohren. Bei Ihnen. Hilfe! Ah, ich war im Orbit. Ah, ich hab einen Sauerstoffmangel. Wer jammert hier so laut? Oh, oh.
war, glaube ich, 5 Minuten lang draußen. 5 Minuten! Drake, der was dir liegt? Ich lieg hier, verdammt. Achso, ja, das bin ich. Kann man mir wenigstens mal kurz Scheiße. Was gegen meinen Sauerstoff geben? Wäre das möglich? Ja. Dankeschön, Dankeschön. Wie viel Nukleinsäurchen an seiner Verbrennungsrunde Spritze steht nicht im Dokument? Schämen Sie sich. Scheiße, gib mir einfach das Beste. Was soll denn das? Fraktion intergalaktisch einladen, sonst muss ich mir das alles neu geben. Ich muss jetzt, ob irgendwas auf Discord kam von den Jungs oder ist er da noch drin? Nee, hier, da kam gar nichts von dem. Schade. So, warten wir mal kurz, bis wir da jetzt wieder gereinigt sind. Also man weiß schon. Ich kann nicht antworten. Ich muss anders. Ach, das sind die Acts. Achso. Hallo. Oh. Oh, Scheiße. Oh, ich stecke in hier drin. Mal ganz kurz. Shark, ich brauche dich mal ganz kurz. Gibt es auch noch so eine Serverstellung? Ja, 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 ja. Das ist am 20. die nächste. Hat gerade eine Schweißbrille da? Lieutenant, können Sie mich ja vielleicht rausziehen? Ja, hab ich. Kann mich jemand. Die Schulterplatten haben sich ein bisschen gelöst. Machen Sie mal. Scheiße. Oder kann ich, warte mal, Sieger, vielleicht kannst, oder kann ich mich irgendwo hinsetzen? Achso, ja, warte, ich helfe dir kurz. Dankeschön. Wie viel Rüstung gerade hast du? Wir können halt nicht alle fliegen so gut wie gibt ich. Gibt es auch so eine Servervorstellung, beziehungsweise wegen den Jungs, die den Server machen? 150. Ja, also Just Events soll wohl noch auf dem Planeten raufgehen. Ich muss sagen, ich weiß auch echt gar nicht, was die da jetzt großartig machen. Ja, ja. Der Sergeant dicke Häuser, so sieht's aus, Buck. Cooles Zeug. Was ist das denn? Providence! Das? Oh, der ist schon wieder! Junge, da freu dich doch. Was? Aktiviert Torlese. Drake, wollen Sie das Geschütz bedienen? Natürlich. Kaputt machen, dann haben wir keine Chance mehr, die Fracht zu sichern. Also lasst den Mainhanger offen. Da bombardieren die. Nein. Vorsicht. Oh mein, nein. Da ist eine Providence. Ich kann darauf nicht zielen. Scheiße. Das ist eine Maleficent. Oha. Oh, hier ist irgendwas gerade auf Twitch passiert. Danke für den Follow. Ich kann gerade noch nicht raufgucken. Mach ich gleich. Am 1. April war ein Star Wars Event. Das ist cool. Okay, es geht. Seeker, sag mir, wann der Feind kommt, ja? Oh, ich glaube, er kommt. Werde ich machen. Ich höre etwas. Scheiße, das war's gleich. Alter, ich warte noch auf dich. Wo bist du? Soll ich jetzt mal auf den schießen? Spaß. So. Sika, weißt du, wir kennen uns schon so lange. Ich bin froh, dass wir hier Seite an Seite kämpfen können. Die Freude ist ganz meinerseits. Jäger! Wo? Ich sehe ihn nicht. Komm nicht mehr ab. Östlich. Gut. Ich gehe jetzt vom Geschütz wieder runter, ja? Da ist ein beschissener Winkel. Oh, ich glaube, ich gehe wieder ans Geschütz ran. Ich höre Kapseln. Sie können das Geschütz neu ausrichten, wenn Sie möchten. Kapseln! Schnell! Ich feuer schon auf! Ruinenkapseln wurden Feuer! Scheiße! Scheiße! Ich sehe nicht! Treffe ich oder was? Bitch, schießen mit Raketenlauf auf die Kapsel. Ich glaube, wir haben sie bezwungen. Nee, ich muss Raketen sparen. Da kommen noch mehr. Weitere Kapseln. Oh, fuck.
Okay, jetzt. Und halt auch. Ja, Veteran Arthur. Kacke, scheiße, jetzt geht's los. Ach du Jungs. Scheiße. Jungs, ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Wir müssen uns zurückziehen. Wir kalten das hier nicht aus. Scheiße. Zurück, zurück. Rückzug. Schneller rein. Gott. Madria Madroschka. Achso, das kennen die noch nicht, ne? Rein hier schnell. Sika, lebst du noch? Zone Blow, hallo! Und wohl auf mich alleine. Weg hier! Ja, ich leb noch. Kommt rein! Ich bin durch die zweite Tür. Ja, gerade ein bisschen schwer. Ich versuche Unterstützung zu holen. Wir sind weiter bei den Manhunger, versuchen den nun ja einzunehmen. Aber es klappt nicht. Ich werde zur. Sind hier mit einem Ark. Ich werde zur Brücke hochrennen und Verstärkung holen. So verstanden. Das werde ich jetzt tun. Soldaten, hört mich jemand? Ja, Sika, wir hören dich. Wo bist du? Sika, wo bist du? Der hat mich zugerichtet. Ah. Keine Sorge, du schaffst es. Ich hab's irgendwie abbekommen. Wo bist du, Sika? Ich komm gerade Richtung Main Hangar. Komm zu dem Fahrstuhl, wir treffen uns auf Ebene 4. Denn ja. Vorhin mach mich auf den Weg. Scheiße. Bleib da, wo du bist, Sika. Willkommen. So, wir gehen rauf. Nein, so. Ich bin nicht mehr im Vorstellen. Gut, ich warte auf dich. Ich gehe aber zwischendurch mal Medikit holen. Ein Kommando B-Extruide, ein Kommando B-Extruide. Hier gibt es keine Medikit, ne? Schade. Ich dachte, die kann man sich hier rausholen. Wir müssen uns vom Mainhanger zurückziehen. Im Fahrstuhl ist ein Droide vorgedrungen. Scheiße. Komm mit, Sika, schnell. Oh, Sika macht mehr Event als. Was für eine Freude. Ja, wir sind unterwegs. Sir! Sir! Der Mainhanger ist gefallen. Wir brauchen umgehend medizinische Unterstützung. Mir wird gerade schwarz vor Augen. Wir sind die letzten CTs. Wir werden von jeder Seite angegriffen. Sämtliche Barrieren, sämtliche Deckung. Wo seid ihr? Soll ich mich kommt kümmern? Soll ich mich drum 88 kümmern sich drum. Wiederhole, wo seid ihr? Da ist ein Ismail im Chat, der die ganzen Herzen reinballert. Die Medics sind im Eimer. Also rette ich die mal. Ja, aber der Mainhanger wird gerade von sämtlichen Druidentruppen überrannt. Admiral, haben sie vielleicht. Vielleicht schaffen wir das nicht. Wir können kaum noch stehen. Achso, ich dachte, ihr seid auf Ebene 4. Wir müssen gleich auf den Planeten runter. Aber der Mainhanger. Ja, meint, der schafft das alleine. Aber der Mainhanger ist dicht, da kommt keiner durch. Ist im unteren Hangar denn sie mir noch ein Schiff? Das ist ja das Problem. Ja, bin unterwegs. Die Verstärkung in der anderen Flotte. Oh, sehr gut. Ich hab's überlebt. Wir brauchen Hilfe. Oh Gott. Sir, können wir an die Geschütze ihnen hier oben helfen? Können wir an die Schiffsgeschütze? Gehen Sie nicht an das, was alle gemacht, sonst sind Sie in der Decke fest. Welches meinen okay, Sie? Dann machen wir das lieber nicht, was ist Ihr Plan? Kommt, Jungs, wir helfen Ihnen. Welches von denen bin ich denn? Okay, das war das Falsche. Ich glaube, ich muss in das hier. Okay, das klappt auch nicht. Gut, Jungs, macht immer weiter. Ich glaube, ich gehe mal auf die andere Seite. Da habe ich mehr Erfolg. Scheiße. Oh, was ist das hier?
tun sie das nicht, sie steuern alle Geschütze, ne? Also auch die wir steuern. Ach, ich glaube, das meinte der. Kacke, ich bin hier drin. Nein. Wir sind jetzt eins mit der Minator. Ich werde wiederkommen. Scheiße. Der meinte das Ding. Der meinte doch, was soll ich tun? Okay, dann muss ich mir noch kurz den machen, geht der? Machen wir. Ich kann gar nichts machen. Ich komme auch mal, sehr gut, GRC-Fan. Scheiße, ob ich denn jetzt hier draußen. Jungs, ich bin auf der. Oh. Ich wurde herausgezogen. Du musst über. Oh Gott, oh Gott. Spring runter. Alle Truppen verteidigen. Ich wurde rausgezogen. Das ist ein bisschen Gravitation. Springen Sie runter. Scheiße. Scheiße, was ist denn das für eine dumme Kacke? Ist der Mailhanger offen? Bringen Sie runter! Gravitation, ja, es ist offen! Ist er sicher? Ja. Nein, nein, die endlosen Weiten! Nein! Versuchen Sie es weiter! Schau nicht ins Licht. Scheiße! Einer muss den unteren Hangar auf, den seitlichen Hangar aufmachen. Schnell, Jungs, ich hab nicht mehr lange. Nein. Schnell, öffnet den Seitenhangar. Ich kann nicht weiter. Nein, nein, Jungs, es ist vorbei. Mach den Seitenhangar auf. Nein. Bleib wach. Ich stecke im Fahrstuhl fest. Seitenhanger. Sieger! Scheiße, die Sieger! Durch. Sieger! Nein. Das war's! Nein! Hören Sie auf! Sohn, bring die Mission noch zu Ende! Nein, Sie müssen weitermachen. Überleben Sie. So, und das war's. Ich hab nicht mehr lange. Doch eins weiß ich genau, du wirst unsere Mission zu Ende bringen. Einmal CT. Immer CT. Ah! Nein. Sieger, er ist tot. Sie dringen durch. Die Drogen dringen durch. Scheiße. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Ich werde rausgesaugt in dem Vakuum. Der Main-Hangar ist offen. Der Seitenhangar ist offen. Gehen Sie da rein. Versuchen Sie es. Ich bin wieder drin, keine Sorge. An alle Einheiten sofort in den MH. Wir werden den Planeten jetzt. Das ist so eine dumme Scheiße. Oh. Sieger, kommen Sie. Sieger, kommen Sie. So. Als ich auch mal den. Warte mal, kann man. Ich mach mal hier den. Ach, geil. Mir wird gar nicht der Twitch-Chat angezeigt. Super. Ja. Dann machen wir mal so weiter. Sag mal kurz bei Twitch, wie ist denn da eigentlich die Verbindung? Läuft das da ganz. Das schaffen wir. Läuft das da ganz normal, ja, ne? Ich bin unterwegs. Scheiße. Ich bin auch unterwegs. Oh Gott. Oh Gott, so viele Verluste. So viele Tote. Verluste sind nur die, die wirklich Verluste Piki sind. Hallo, den Fettsack, aber den Piki Fliebe. Oh Gott, der Soldat ist anscheinend schon recht verwirrt durch die Schlacht. Ja. Oh, das war Ada. Die Verwirrung. Ada wurde gebannt. So, da schreibt rein. Besser als bei YouTube, oha. Hier ist sehr gut, okay. Ada, ich würde sagen, das war okay. War eine stabile. Wo ich sag, was geben wir für Adas Troll? Ich würde sagen, eine 7 von 10. Weil er hat mich nicht ganz aus den Socken gehauen. Du warst zu schnell weg. Ein richtiger Troll, wenn man den richtig gut anwendet. Der fällt gar nicht auf. Ich bin auf dem Weg. Drake, ihr aktuell jetzt in 20. Main Hunger. Sind wir. Geh mal ganz kurz, jetzt komm mal mit. Komm mal mit. Da gibt's Beef. Gut, Jungs. Komm, wir sammeln uns mal alle Macht. Wir müssen es geschafft haben. Ja. Wir müssen einen Trupp bilden.
Wo ist denn das Schiff? Was sind die LATs für ein Abtransport? Was ist denn hier runter? Gibt es weitere Befehle? Mit einem LAT, sorry, aber wir kommen mit einem LAT nicht über. Das passt noch nicht. So gut ist es auch nicht. Das war erstmal nur die Raumschlacht. Moin, Piro, sei gegrüßt. Was haben Sie gesagt, Sir? Du schon kennen die Veränderungen schaffen, denn ich melde mich so. Jetzt 10.18 und 10.18 Arsch. Muss leider. Ich verstehe es. Schlafen. Wie ist das? Schlafen Sie gut? Träumen Sie was Schönes, viel ja? Viel Glück euch. Danke, Sir. Ja, werde ich schon. Mögen wurde hier schon jeder Korridor gesichert? Ob ich doch noch irgendwo Druiden sind? Umbekommen, dass die Axt ich denke, haben. Die Korridore wurden ja, gesichert. Dass ich dann, du weißt, weil er meint, er benutzt das alles, was er als Ausrüstung bekommt. Ich denke, ja. Wenn er wach wird. Und die oberste Göttlichkeit mir sagt, benutzt die, dann tue ich es. Aber wenn 30 Leute gefühlt sagen, du sollst sie nicht benutzen, dann benutzt du sie auch einfach nicht. Ist doch jetzt egal. Um die schwarz-weiße Sniper, die schwarz-weiße. Ja, sicher. Ja. Die nicht benutzt werden darf. Whisper of the Wall. Nehmen Sie meine rechte Brustplatte. Ja, das ist ihre rechte Arschbacke? Nein, sehe ich nicht. Sie tragen eine Hose. Nee, rechte Brustbacke. Brustbacke? Sie haben eine Pass. Brustplatte, meinen Sie? Ja, ich sehe Ihre rechte Brust. Was ist los? Platte, ja, Platte. Meine ich doch, Platte. Auch so. Soll ich einen LAT auspacken, Geld Müll? Das ist ein Durchschuss. Nein, ich... Sieger, da ist gar nichts. Du bildest dir das nur ein. Sieger, das wird... Die Schlacht war hart hier, aber noch unten wird's noch härter. Dankeschön. Jungs, das war erst das Vorspiel. Jetzt kommt die Nachspeise. Der Hauptgang. Natürlich, wir bilden die erste. Schnell rein. Sehr gut, rein hier. Die beste Durchsage. Los, Mann. Ja? Kommen Sie rein. Wie sieht's mit Ihren Metallwerten aus? Bestens, als wäre ich gerade neu geklont worden. Versteht ihr? Weil wir eben geklont ich verstehe schon. Da passen noch welche rein. Die Motivation ist da, Soldaten. Genau. So kam irgendwas hier auf Twitch. Oh, Kakashi Hataka hat mir geschrieben. Junge, Alter, Makuse, hello there, Mitglied seit 3 Monaten. Sehr gegrüßt. Kam jetzt auch der Sound? Boah, ich weiß das immer gar nicht, ne? Ich hoffe, der Sound kam diesmal. Ey, es würde einen neuen Naruto-RP geben, schreibt er mir. Krass, das gucken wir uns später. So. Gut, Jungs, festhalten, verdammt. Oh, scheiße, was ist jetzt los? Natürlich. Ich hoffe, der Pilot kann fliegen. Das ist gut. So, Serverwechsel. Wie fandet ihr die Durchsage? Boah, Ada, ich glaube, das kam bei den meisten gar nicht so an. Wie gesagt, war eine kurze Nummer. Makuse, wie geht's dir? Auch schon langer. Wirklich. Langer Zuschauer. Wie geht es dir, mein Freund? Du hast auch gefühlt, früher hattest du ein anderes Profilbild. Das war aber nicht. Boah, hattest du, glaube ich, war das nicht so. Was ist das für ein Voice? Bluefire, ich dachte zuerst, du wärst das, ne? Neuer Darth Vader. 6 Mikros abgekackt. Ja, Ada kommt beim nächsten Server, ja? Gehen dann auf ein paar andere. Aber sag mal, Ada, wir kennen dich ja nur als Troller so ein bisschen. Aber spielst du auch irgendwo richtig RP? Also, weiß nicht, machst du da irgendwas in der Richtung? Oder, also, ich habe jetzt ja nichts dagegen. Das interessiert mich total. Also, jetzt mal for real. Junge, mich interessiert das. Schreib mal rein. Den Blufer, ich dachte zuerst, du bist Seeker tatsächlich, ne? Die Stimme höre ich öfters. Ich komme immer durcheinander. Ja, auf ein paar Server mach ich RP. Welche zum Beispiel? Hast du vorher mit den Jungs geredet? Ja, das war vorhin ganz spontan. Also das ist jetzt heute keine Zauber-Vorstellung, ne? Das ist einfach nur, Jungs, ich wollte heute Abend irgendwo streamen. Mir geht's gut, sogar besser. Also sonst einfach gute Laune. Wie geht's dir denn, Drake? Mir geht es wirklich gut. Also ich habe ein bisschen länger... Schneide ich jetzt schon an dem Video, dass mir ein bisschen die Zeit raubt, aber es soll ja gut für euch werden. Aber ansonsten geht es mir gut. Endlich aus den Abiturprüfungen raus. Und ich sag dir, Markuse, das ist einfach geil. Ich muss zwar noch einen Film drehen, einen Schulfilm. Oh, Digga, der Greenscreen, ich kacke gerade wieder ab. Ne? Ich mache mal lieber wieder so. Ich muss noch einen Schulfilm drehen, einen Stummfilm.
Aber das wird noch, und dann muss ich noch ein bisschen noch was in Spanisch vorbereiten, aber Español es una lengua de... ist das nochmal simpel? Ist das nochmal simpel? Scheiße. Nochmal simpel Spanisch. Jetzt wird hier simpel Spanisch. Du heißt sogar simplo. Simple. 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 Español es la lengua simple para de personas. Blue Fire ist ein neues Lalexand zockt Mitglied. Ey, ab sofort, immer wenn Mitglieder reinkommen, mache ich schön was mit Voice Mod, ja? Finde ich gute Idee. Stell ich für nächsten Stream ein. Junge, Alter. Blue Fire, er ist es. Der Junge ist dabei. Finde ich gut. Ist Mitglied. Bald können wir auch auf Twitch ja auch die anderen Geschichten machen, ne? Junge, Blue Fire ist einer von denen mit L. Da kommen wir noch demnächst neue Emotes. Ich finde, diese Woche muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich sag euch. So, jetzt sieht man hier wieder was anderes. Im Moment bin ich wirklich. Ach, schön, dass man den Autoklicker da gesehen hat. Leider übrigens nie wieder was bei Chip runter. Da kriegt man nur Viren. Ist übrigens Marc Aurel für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer das da war, die Skulptur. Nee, aber wie gesagt, ich muss gerade erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Da kommen demnächst auch mehr Emotes und so weiter und so fort. Und moin Kai, ich hoffe, dir geht's gut. KO-Plan. Wie hieß der dein Server nochmal? Sag du mal. Vielleicht gehen wir da später nochmal rauf. FOR war das. Wie heißt der nochmal ausgeschrieben? Vielleicht gehen wir später nochmal rauf oder Samstag. Nee, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Abitur ist jetzt endlich rum. Mussten wir noch das eine oder andere machen, aber ansonsten geht's. Ich habe nur ein bisschen, als er schlafen muss, war ein bisschen im Arsch die Tage, ne? Weil ich habe meist, vorgestern habe ich bis um 3 geschnitten und ich wurde noch nicht fertig, weil. Ihr müsst das so sehen, wenn man schneidet, dann kommen so 80.000, machen wir ein bisschen Chillomille-Musik ran. Oder sind wir schon drauf? Ne, sind wir noch nicht. Wenn ich schneide, dann kommen mal so viele Ideen. Es ist halt so dieses Kreative, ne? Was kommt. Jo, auf ein paar Servern mache zum Beispiel Rise of Clones, Peaky Sword Eventler. Ja, stimmt, das habe ich mitbekommen, dass der Eventler das. Der war auch im letzten Stream war der, glaube ich, da. Im letzten Stream war er da und hatte gesagt, Junge, warum bist du schon weg? Deswegen, ich wollte ihn nochmal anschreiben, weil ich Samstag auch streamen wollte. Dann wollte ich ihn anschreiben, Junge, habt ihr auch geplant für Samstag? Ne? Er meinte, ich soll mich bei ihm melden. Also mache ich das ja, ne? Hab jetzt Military-Therapy. Achso, das ist ja cool. In Military-Therapy fühle ich einfach ganz cool. Also ich finde es okay. Ich muss sagen, ich fühle Military-Therapy gar nicht. Also so Vietnam-EP, darauf hätte ich noch so Lust vielleicht. Aber dann auch eher auf dem Ami-Server. Irgendwie Deutsch ist man oft ein bisschen weird. Roma-EP fand ich zum Beispiel ganz cool. Aber dieses NATO gegen Terroristen oder. Terroristen gegen Terroristen oder IS gegen IS oder Taliban gegen Al-Qaida oder hast du nicht gesehen? Vorletztes Stream, genau, vorletztes Stream. Stimmt, wir haben ja gestern auch gestreamt auf Twitch, ne? WWE war das. Einen wunderschönen Enddarm wünsche ich dir rein. Vorhin haben wir miteinander schon geschrieben. Ich bin auf dem Server jetzt, ne? Nee, Military Pay finde ich sonst ziemlich. Ja, keine Ahnung. Ich fühle irgendwie nicht Bundeswehr gegen Taliban und so. Das ist mir noch, wisst ihr, ist mir noch viel zu frisch. Wenn ihr aber kommt mit junge 30-jähriger Krieger-P, Junge, ich geh rein, ich verteile den Katholizismus in ganz Europa. Die Schweden kommen, Alter. Junge, wie hieß er noch? Alfred, wie hieß er noch? Wie hieß er noch? Scheiße, ich hab doch vor mit meinem Geschichtswissen. Warte mal, das ist, glaube ich, Adolf, ne? Was war ein anderer Adolf? Warte mal ganz kurz, wie hieß er denn nochmal? Nicht Adolf von Thann, nochmal Adolf, König von Oh Mann, okay, das sag ich jetzt lieber nicht. Wie heißt denn der nochmal? Schwedenkönig? Schwedenkönig, 30-Jähriger. Gustav. Adolf war nur der Zweitname. Damals war der Name noch okay. Heutzutage, wow. Nee, aber Gustav kann kommen. Uga, Richard, Alter. UGA, das ist hier die Startfrequenz für die Translation. Woher weiß ich das? Oh, bitte. Nee, das war die Stoppsequenz, oder? Scheiße, schon vergessen. Also Bundeswehr gegen Terror. Ja, wie gesagt, fühle ich auch nicht so. War gerade im Code, deswegen. Oh, was im Code? Achso, Code. Ich hab Code verstanden. Wie kacke. Ich dachte, warum sucht der Junge sich in Scheiße? So, wir gehen ins Dunkel rein. Findest du, dass Garry's Mod tut es? Die Frage höre ich jetzt öfters neuerdings. Jein. Also, ich finde jetzt im Moment lebst du halt wieder. Das Ding ist halt. Bravo, ich bin auch gerade dabei. Kaktus-Jack ist vom Server wieder leider. Linie hier. Line up. Lila Linie. Ich bin auch warm. Okay. Management, was ist denn jetzt los?
Finde ich nicht. Also klar, Garry's Mod ist jetzt nicht mehr so beliebt wie zum Beispiel als AOC-Kampf. Ist aber auch logisch. Das, was davor ist, das Ding ist, ich bin jetzt. Garry's Mod spiele ich jetzt seit 2015. 14 habe ich noch nicht angefangen, habe ich nur geguckt. Und, warte, solange die hier stehen, gehe ich mal kurz in die Sicht. Und da hat sich wirklich viel getan. Als AOC kam, BAM! Auf einmal gefühlt 3000 Spieler. Du konntest auf keinen Server. Ich dachte, what's happening? Bin ich in der Schlange für WoW oder doch für New World? Aber jetzt natürlich ein bisschen alles eingeschränkt. Und die AOC-Leute, zum Beispiel zu Piki, der kommt ja aus der IGM-Zeit so, ne? Der weiß, wovon ich rede. Da kamen immer mal wieder Phasen, da kamen irgendwelche YouTuber. Herr Bergmann war früher auf EGM. Komik Code, was codest du? Genau. Ach, Code für abonnieren. Gimod hat stabile Spielerzahlen. Ja, genau. Früher, Herr Bergmann war auf EGM. Ich denke jetzt, was labert der Junge da? Herr Bergmann war auf EGM. Ja. Das ging damals in der CT-WhatsApp-Gruppe ab. Junge, was ist hier passiert wieder? Junge, hier, was wäre ein neuer Follow? Hallo. Was denn jetzt gerade? Ein unbekannter Nutzer. Bekannte Nutzer braucht man auch nicht. So, sondern die Unbekannten. Herr Bergmann, Star Wars RP. Wo ist es? Das war auf EGM, das war vor 5 Jahren. So, zack, ich zeig euch eben. Ja, Gamer, Opera X, vielleicht kommt wieder Chaos Flow. Pass auf, das war auch mit Kida so. Hier irgendwie plötzlich im Real Life Handys klingeln. Hab ich irgendwas runtergeschrieben? Hoffentlich nicht. Digga, Star Wars. Leider Simon Lanzer, das ist ein ganz krasser Typ übrigens. Ich glaube, der war ja auch schon im Chat. Pascal, das war der Owner von EGM. Was ist der? Ist eigentlich immer noch der Chef. Geile Sache. Das müsst ihr mal reinziehen, wie krank das damals für uns war. Das war damals krank für uns. Heutzutage ist es normal, wenn YouTuber darauf gehen. Weil, also, ich bin natürlich auch einer oder auch ein Piki und auch ein hast du nicht gesehen. Aber damals war das krass, wenn Leute das gemacht haben. Das gab's nicht. Deswegen, tot ist das nicht. Aber es verändert sich halt. Guck mal, es gibt Leute, die spielen. Wenn nicht die Hauptstreit macht. Wenn das der Hauptstreit macht wird, dann sind wir jetzt schon dann verloren. Dann wäre das lächerlich. Ah, Drake, sie haben es überlebt. Ich dachte, wir haben sie während der Fahrt verloren. Nee, ich bin nicht vorher ausgestiegen. Bisschen willig hier, ne? Bisschen sieht ein bisschen. Was macht denn der Schwarze schon wieder hier? Was? Well, that escalated quickly. Wer hat mir gerade den Schwarz im Mund genommen? Sind alle da? Was geht denn nicht noch? Ja, Bär, ich war dein Soldat, den du zum Arzt machen wolltest. Ja, ich sag dir, wie es ist. Das lief wohl gar nicht gut, ne? Bei dem Senat-Event. Ich muss durchkommen. Nee, ich hab einen Gegenschein. Herr General, boah, das also ist, ich kann nicht dafür bei. Ne? Ich kann leider nicht mitkämpfen. Ich hab einen Gelbschein gegeben. Gut. Okay, ich hab einen Gelbschein, ja. Gehen wir mal ganz kurz in die Ansicht. Announcement-System, also ein Gelbschein. Herr Bergmann ist mein Sportlehrer, siehst du? Habe nur ein paar Rechtschreibfehler in meinem Announcement-System behoben. Bisschen Code-Optimierung, ja. Jeder macht Rechtschreibfehler, man verschreibt sich immer, ne? Ich glaube, schlimm ist es nicht, wenn man LRS hat. Also das kenne ich von Freunden, von damals aus der Schule. Da denkst du echt bei einigen Wörtern, hä, schreibt man doch gar nicht so, aber das Ding ist, die denken ja viel zu schnell, ne? Sind ja nicht dümmer oder so, als man jetzt selber. Das ist einfach nur, dass da irgendwie, keine Ahnung, ich finde das so interessant, da muss ja irgendwas im Kopf sein, ne? Und lesen und schreiben. Ist ja nicht so, das ist ja nicht in der Geburt drin. Das muss ja auch irgendwas sein, was sich entwickelt hat. Ne? Glaubst du, dass du irgendwann wieder auf EGM oder AOC schwimmst? Also EGM war nicht geplant, AOC wahrscheinlich nicht. Habe ich auch nicht vor. Weil erstmal wegen der Sache von damals, obwohl die eigentlich gegessen ist. Und zweimal, ich habe ja gesagt, ich gehe da nicht wieder rauf, also gehe ich da auch nie wieder rauf. Was für ein Little Hope? Was sind Sie weiter? Weil ich passe da auch gar nicht mehr rein. Ne? Hallo, du bist neu, kann das sein? Ich kenne für den Arsch von Ahsoka. Wow. Okay, davon halte ich mich jetzt fern. Das wäre mir so gut. Drake, wir gehen ein bisschen weiter rechts. Komm mit, lass da mal in den Panzer.
Ich bin bereit. Tracks, wir wollen vielleicht reinkommen. Achso, gute Idee. Ein Panzer ist gleich im Arsch. Ich bin am Arsch vom Panzer. Was ist denn das jetzt? Dann ein Panzer beim Panzer. Scheiße. Hä, was ist denn jetzt los? Mehrere Druiden gesichtet, Sir. Jetzt bleib mal still stehen, ich kann so nichts treffen. Kacke. Auch scheiße, Bild. Oh mein Gott, ihr seid so geil, dass ihr jetzt mal reinschreibt. Komm mal auf dem Server, Benax. Sehr gut, du musst das sein. Raus, das ist der Mitte, Kreuzfeuer. Scheiße, schnell, Seeker, wir gehen nach da vorne. Gehst hinter den Stein, hinter den Steinbrocken. Alter, ich kenne die Karte, die wurde von dem V-Wing weggefetzt. Das war sehr lustig. Lassen Sie nach. Lassen Sie nach. Gut, ich bin auf dem Funk jetzt. Man sieht nicht, Jungs, jetzt sieht man auch wieder was. Was würde ich denn ohne euch machen? Frage ist halt, wofür JavaScript, aber C++ und C auch cool. Gut, ich hab... ihr habt's gehört, offensiv rein. Zwei Druiden okay. Gesichtet. Ein Druide am Boden. Lass den Lili unterstützen. An die Westfront, meine Männer. Okay. Das ist mir immer gerade hier ein bisschen zu... Das wäre... Es ist political. Echt Westfront. Ja, also das ist eher Ostfront, so von der Geografie. Aber die Karte kenne ich. Das Drake, war's. Nein! Oh! Man sieht nicht. Denken Sie mich, Soldat! Halten auch sehr denken gut, Sie kann mich, man verdammt! Bestimmt, kann man bestimmt. Mit Soldat, Merken. Denken Sie mich! Aber das Problem ist eher, dass Toter die Sprache Kamerad. Halt nicht verwandt sind. Auf dem linken ja, Flügel, das kann ich mir vorstellen, das braucht Toter man. Gut, das wird schon. Ein bisschen, ne? Digga, das hat mich aber gerade aus dem Leben gefickt. So schnell kann es gehen, deswegen geht es am Bundeswehr. Aber krass, wie lange das macht. Ich hab glaube ich ein Defi noch im Popo. Was? Sieger 10, 20. Und wenn sie ihn haben, wäre es effektiv, dass sie den benutzen. Oh mein Gott, wo schnell. Hat er den? Scheiße, genau wo hat er den nur? Wir werden aktiv beschossen. Wir schaffen das schon. Ja, ich auch. Rütteln Sie den Soldaten, mach nur los. Ja. Soll der Arthur dauert das so lange? Sehr gut, wir müssen hier runter. Die sind bei Scharfschützen. Ja, mir geht's gut. Komm, ab nach unten. Los. Ich fang dich, Sieger, ich fang dich. Ich will keine Zeit verlieren. Fang mich. Ah, danke schön. Oh, fuck. Guck mal, meine Hand. Pass auf, Scharfschütze. Scharfschütze, ja, wir müssen uns nach vorne. Schnell. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir sollten zum Panzer, dort sind wir am sichersten. Lo, komm mit. Nein, da ist noch ein anderer Panzer. Okay. Da komme ich lieber wieder zu dir. Ja, ich glaube, das ist besser. Mal gucken. Scheiß Blechbüchsen. Vorsicht, der Panzer zielt auf uns. Wir sollten jetzt ganz schnell nach links zum Stein. Dann ist es nein. Zwischen den Steinen, dann kann uns der Panzer. Park links weiter. Der Panzer nähert sich. Lade noch. Ach, ich wurde beschossen. Oh mein Gott, rennt doch. Au, au, au. Panzer. Ah. Sichtkontakt, nördlich. Vorsicht, der Panzer steuert direkt auf uns zu. Der Panzer steuert direkt auf uns zu. Weiter. Scheiße, mich hat's erwischt. Du kannst weitergehen. Erst wenn die Beine dir widersprechen, dann kannst du es nicht mehr. Schnell. So. Oh, scheiße. Schnell. Boah, das war eine knappe Wir dürfen nicht stehen bleiben. Das Einzige, was ich mit Programmieren mal getan habe, das war ein eigenes Pokémon-Spiel zu programmieren. Feuer wieder! Oh. Schnell, ich muss in den Panzer! Hinter Panzer! Die Vollmacht drückt vor! Die Vollmacht? Ah! Jemand anderes. Ich schmeiß da mal die Detonatoren! Achtung! Ha! Das war's mit dem Panzer da vorne! Ich bin am Geschütz! Scheiße! Ich hab meinen Trupp verloren! Oh Scheiße! Ich muss aufrücken! Panzer beschädigt! Ich reparieren! Ich versuche weiter zu schießen. Borian, die Gold ist aus dem Shit. Drake. Ich hab den Panzer zerstört. Den Panzer, ich repariere. Der Panzer. Ich habe den Panzer verloren, verdammt. Ich glaube, nicht mehr Spaß, man kann es nicht besser. Panzer, boah, ich merke, ihr seid ja voll die cleveren Jungs im Shit. Und das dann kann nur jemand entfahren. Hallo Baguette, warte mal. Warum hast du eine DC-15X, Bro?
Ich? Vorsicht, in Deckung! Da vorne der Feind! Warum hast du einen DC-15 seit Monaten? Das, ja. Die hast den Kopf mal ab, EC-Lieutenant. Das ist nicht seine Ausrüstung, der EC-Lieutenant. Du hast mich gerade getötet, Bro. Es tut mir leid, ich hab gerade... Schmeckt sie das denn? Ja, ich bin oben! Ich bin oben beim Geschütz! Ich merke mir das. Pass auf! Der Panzer brennt! Ich schalte hier so lange die Stellung. Den Panzer müssen wir zurücklassen, der funktioniert nicht mehr. Wir rücken so vor. Müssen mal den Weg uns frei schießen, bevor wir weiter vorrücken. Ich gebe Deckung, solange ich machen kann. Kann man immer tun. Einfach mal so lange Deckung geben, wie man machen kann. Wie sieht's mit Ihren Metallwerten aus, Drake? 18. Ich mach nicht mehr lange. Hat uns aber viel? Geht. Ich glaube, meine Rüstung hat gerade ein paar Kratzer abbekommen. Aber ich dachte, Achtung! Explosion! Ja. Vorsicht, passen Sie auf! Aber es geht. Ab hier Adresse ist in der Infobeschreibung. Auch Kollektion und so weiter und so fort. Also geht eigentlich. Fett. Schnell! Auf 342 Grad! Aktiver Beschuss! Beeinstruiden! Ich sehe das nicht. Aber was ich sehe, ist ein Krabbendruide. Oh scheiße, Krabbendruide! Druidikas, Zerstörer! Sind zerstört! Oh nein! Schmeckt dir aber gut! Ja, den habe ich gelernt. Ich lade sie ein, wenn wir wieder zurück sind. Auf was denn? Auf was lädst du mich ein, hä? Keine Ahnung. So. Ja, Pech, wenn jemand den... Hört ihr auch verdammt zu diskutieren, wer ist ja mitten in der Schlacht? Mir ist die Munition ausgegangen. Ich komm zu euch. Sorry für den Tod. Ey, KC-Fan, alles in Ordnung. Sollte eigentlich auch noch ein BEB spielen, fällt mir gerade ein. Shrek, passen Sie auf. Rechte Seite, 3 Klicks weiter. Beeinstrüde. Sehr gut, danke. Drohne beseitigt. Okay. Laute nach. Kommen Sie mit, Tubas. Ja. Kommen Sie mit. Wir gehen zum Kran oder was auch immer das ist. Nee, hier rein. Ah, okay. Wir werden überleben bis zum letzten Tag. Keiner wird uns töten. So, und hier ist ich dachte, dass ich draufgehe. Ich wollte einen Kick machen. Alles an Explosivwaffen. Los, schicken. Los. Ego makes a master, ne? Und hier wurde einer für 59 Jahre gebannt. Kann man nichts machen. Scheiße! Was ist unser Missionsziel? Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall reingegangen. Ich komme. Hat jemand ein Medikit oder irgendwie eine Bakter-Granate? Nee, ich kann aber die Truppen verstärken sich. Die formatieren sich neu. Immer mehr Beeinstruiden. Na gut. Boah, und wenn du wissen, wollen wir? Die kommen von drei Himmelsrichtungen. Ja. Die kesseln uns ein. Komm mit. Ich glaube, das mache ich mal nicht mehr lange. Los, Drake! Seeker, ich werde wahrscheinlich gleich sterben, aber sie werden nicht. Ah! Achtung! Ich hatte recht. I had tried. I was right. Achtung! Ich habe echt. Unglaublich, du lebst ja noch. Der Flashy 76. Kann es mir auch gar nicht vorstellen. Wir haben Drake verloren. Das Wasser steigt zur Höhe. Er trinkt. Ja, guter ziehen Punkt. Sie aus dem Wasser raus. Aus dem Wasser rausziehen. Ich würde den Defibrillator auch nicht da machen. Ne? Also, das ist sonst ein Schock für die Beine. Oder auch ein Schock fürs Leben, ne? Was? Feuer? Feuer auf die Druiden nach vorrücken, das ist ein Befehl! Ich werde auf den Lieutenant hören. Oh. Aber so ist das, ne? So ist das. Scheiße! Oh. So. Die Druiden sind unter Wasser! Tony Mahoney!
Die Drohnen sind unter Wasser. Junge, Tony Mahoney ist hier bei mir im Twitch-Chat. Ich scheiß mich voll. Ich wollte gerade schon sagen, Fletcher76 sehe ich jetzt zum ersten Mal. Tony Mahoney, der Junge, der mit mir die Wüste übernommen hat. Alter, Junge. Ich war letztens krank für den Tag, ne? Da habe ich, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall, mir wurde gesagt, die ganze Bude wird bei dir abgerissen da. Also, in-game natürlich, jetzt nicht for real, hoffe ich zumindest. Das ganze Yellow Jack-In wurde abgenommen. Ich dachte, was soll die Scheiße denn? Drake, hören Sie mich? Soldat, sind Sie auf Bein? Ich bin immer noch tot, Mann, ich kann nicht reden. Ich dachte, was ist da denn los? Ach so, alles gut, Drake. Aber ich wollte jetzt zumindest mal wieder ein bisschen anfangen. Aber jetzt kommt ja noch dieser neue Server, weil jetzt sind wir ja gerade tot, kann ich mal kurz zeigen, was ich gesehen hatte. Weil ich da auf dem Discord-Server von, wie heißt der denn mal hier? Dopfeier. Muss ich mir erst einen Zaun machen. Da habe ich nämlich, der Dampfguru hatte, das ist der mit der Schlange, Nick, ja. Also jetzt bei YouTube. Der hatte das da reingeschickt und das sah sehr verlockend aus. Also ich finde gerade geil. Ich glaube, da sind wir auf einer Ebene. Bis auf jetzt, dass sie dir den ganzen Laden weggenommen haben. Aber, ich hätte Bock mal so neu wieder anzufangen. So ein bisschen wie bei Majestic. Und ich glaube, das wird cool. Aber ich hätte gehört, dass der Ronska wieder da ist. Und dachte ich, was ist denn da los? Ne? Aber finde ich cool, dass ich hier im Chat bist, Tony. Ich dachte schon, den höre und sehe ich nie wieder. Weil ich war letztens da. Und dann dachte ich, oh, das wäre jetzt eine wilde Nummer. So. Belebt mich jetzt auch einer wieder? Bin ich tot oder was? Also, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Ich bin viel auf Narco. Narco sagt mir was. Ist das, der läuft über 5M, oder? Scheiß. Ah. Ich sag, wie es ist. Ich hätte mal wieder richtig Bock auf GTA, ne? Scheiße. Aber auch irgendwo, wo sie. Schweig. Ich leiste in dem Himmel Gesellschaft. Selbst ich halte es nicht mehr lange. Sika, wenn du bei mir bist, ich werde dich aufnehmen. Wir werden die über die Felder rennen. Über die Glöckchen. Über die. Weißt du, die Wolkenfelder. Wir dürfen die Augen noch nicht so machen. Wir haben noch nicht viel gesehen, Drake. Digga. Gibt's, Toni, gibt's davon irgendwie eine Seite oder so? Oder, nix Schreibbrett. Narco City ist über 5. Drake, das Licht kommt näher. Fahr dir ein Schreibbrett rein. Ah. Narcos. Bin komm. Zu stark verwundet. Nimm meine Hand, Junge. Nimm meine Drake. Hand, Sika. Wir werden uns auf der anderen Seite wiedersehen. Sika, nimm meine Hand. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Scheiße, der hört mich ja irgendwie. Sika, hast du mich die ganze Zeit hier drüber gehört? Oh, der Server ist abgestürzt. Tada. Ich komme auf und ich will irgendwas mit Blumen auf dem Feldern. Wo bin ich hier gelandet? Ismail, du bist hier beim besten Kanal aller Zeiten. Narco City lohnt sich, ist das so? Ja, ich hätte mal wieder richtig Bock auf so geiles LP, weißt du, wo man... Wo es auch wirklich einem abgeht. Da sag ich, was ist das heute? Narco City sagt mir sogar irgendwas. Narco Zitzen. Nee, Narco City. Willkommen im offiziellen Narco City Store. Ah ja. Ja, das ist ja das Wichtigste, ne? So, was ist denn die Startseite? Ich will mal kurz gucken. Ach, das ist jetzt nur so ein VIP-Dings, ne? Gibt es denn auch irgendwo eine Seite? Hostet bei Avoro. Genau, das gibt es. Lang lebe der König, ah ja. Muss ich mir sonst mal angucken. Hast du da, magst du mir, wir sind ja bei Discord befreundet, oder magst du mir da sonst irgendwie den Discord von schicken oder so? Sonst guck ich dir mal später rein. Jo, bin jetzt erstmal raus und danke, dass du heute da warst. Viel Spaß noch. Danke, Laser. Laser, immer wieder gerne, ja? Auf jeden Fall wild. Ja, der Server ist jetzt abgekackt, ne? Das war was. Das war wirklich was. So, Lasa, wie sieht denn das jetzt bei euch auf dem Server aus? Ist er jetzt komplett abgeschissen oder was? Hat er den ersten Spülgang gewählt und hat gesagt, tschüss oder wie? Na klar, bekommst du eine Einladung. Sehr gut. Toni. Wir machen Lost MC nochmal. Oder ist bestimmt schon, ne? Goldig, golden. Ach, also, jetzt siehst du ja gerade hier. Warte mal, warum wird mir das denn hier nicht angezeigt? Das wird mir hier alles im Chat ja gar nicht angezeigt. Jetzt siehst du gerade. Warum wird mir das denn da angezeigt, aber nicht hier im Chat? Warte mal ganz kurz. Ich habe irgendwas mit Goldig Golden gesehen. Jo, ach, jetzt sehe ich das gerade. Warte mal ganz kurz. Wird mir das hier gar nicht angezeigt? Ist ja verrückt. Egal, warte, jetzt packe ich das mal kurz dahin und dann gehe ich wieder rein. Ja, dann gehen wir auf den nächsten Server. Goldi ist auch da. Und die Masko, ja, kenne ich noch, klar. Genau, das gibt es.
Achso, das ist sogar verrutscht. Das ist ja cool. Ja, ich frage, weiß mal, Toni, hast du noch mal irgendwas von Monty gehört? Die meisten Leute wissen jetzt gar nicht, wovon wir hier reden, aber Monty war, das ist auch einer, ja, nicht der erste Stunde jetzt unbedingt, aber auch einer damals von GTA AP. Bei dem wusste man, der hatte so Herzprobleme und auf einmal war der nicht mehr da. Ich dachte, der ist tot. Bitte sag mir, dass du was Besseres weißt. Also mein letzte Info war, dass er irgendwie einen Herzinfarkt hatte. Erbe, hau raus deine Frage, auch wenn er sich erledigt hat. Nee, aber soll alles okay sein? Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, der Server ist jetzt ja weg, ne? Das ist ja natürlich schade. Ist gerade Piki da? Ist der gerade live? Nee, ne? Nee, der ist gerade nicht da. Schade, sonst wäre ich jetzt. Oder warte mal, wir können mal gucken. Wir kennen hier doch wieder die ganzen Serverstürme. Was ist denn, wer ist er hier? Hier ist gerade einer live. Lass da gleich mal reinstürmen wieder. Kennt ihr das noch? So, was schreibt er hier? Star Wars AP, heute gibt es ein Event, bei dem wir Verstärkung brauchen können. Wenn ihr Bock habt, kommt und macht mit. Tales of Clones ist geöffnet. Jungs, ich möchte, dass ihr wieder alle in diesen... Stürmt da mal rein, fragt einfach, was für Event. Geht da bitte alle rein und stürmt rein und schreibt, was für Event. Was für Event, vielleicht kriegen wir ja eine Antwort, wir brauchen einen neuen Server. Chat, nur für verifizierte Konten, wollt ihr mich verarschen? Ich sage nein zur Verifikation. Ja gut, so viel zu dem Thema. Das hat sich wohl erledigt. Gut, ich dachte, wir können direkt was klar machen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach auf den nächsten Server hinauf, ne? So machen wir das. Welcher hat denn hier noch auf? Ich werde mal kurz eben die Liste aktualisieren. So, Sprachstörung. Kannst du, wenn du auf dem Server kommst, nach einem Soldaten namens Phantom fragen? Das kann ich bestimmt tun. Fabian, da wäre ich auch für. Mit Knossi. Ja, wer will wieder? Ja, die wollen ja alle wieder ein bisschen EP machen, ne? Aber ich hätte mal wieder Bock tatsächlich. Hätte auch mein zweites Auge dabei. Dein zweites Auge. Warte mal, sehe ich das gerade nicht. Hast du Auge geschrieben? Ja. What do you mean with Auge? Tell me more, du Feier. Nee, aber finde ich gut, Toni. Also, ich glaube, dann muss ich mal auf Narco vorbeischauen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du sagst, das lohnt sich, dann lohnt sich das auch so. Wo sind hier die meisten Spieler? Boah, wir könnten ein bisschen Action da machen, theoretisch. Oder wir gehen auf Project Infinity. Boah, den kenne ich doch. Was haben wir hier sonst noch? Und dann gehen wir sonst mal kurz darauf und schauen mal, was da abgeht, ne? Du bist auch live. Bluefire ist auch live. Was? Bluefire ist auch live? Wer bist du denn da, Bluefire? Wer ist er denn? Wer ist denn Capybara, Digga? Ich sehe ja kein Bluefire. Bluefire, musst du mal sagen, wo du bist. Oh, es ist hier... Das ist hier wieder Star Wars Musik, das ist wieder No Risk No Fun. Ja, geh mal wieder los, Knossi und so weiter kommen auch wieder. Und vor allem sind da Leute, die Bock auf Pommes haben, das ist gut. Ja, Knossi hatte ja schon ein bisschen sowas erzählt, ne? Bei Monte weiß man das ja. Es wäre auf jeden Fall wild. Vor allem, ich sag, wie es ist. Also, das sage ich jetzt nicht nur auch als Content Creator. Aber meist hat man das EP, sage ich mal, mit Leuten, die es ein bisschen erfahren sind. Das ist gut, Knossi Monte, die waren da ein bisschen frisch drin, aber die ganzen Streamer, die auf den anderen Servern hocken. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz eben die Musik ausmachen, sonst habe ich hier gleich ein Problem mit der GEMA. Die kommen meist noch geilere Pommes. Und das ist immer, also Pommes, für die jetzt denken, voila, was für Pommes. Das ist ein Synonym für RP, ne? Aber eigentlich weiß man das. 26 GB, ja, wenn es sonst nicht ist. Komm, wir gehen mal auf Mafia, ne? Ist gerade überhaupt irgendwas auf Mafia? Zwischen 700 und 1000 Spieler gleichzeitig. Ja, okay. Wir werden wir einchecken. Aber jetzt mal kurz. Eben muss. Ist das mit Whitelist bestimmt, ne? Server ist on, man sieht ihn. Warte mal ganz kurz. Ist Mafia gerade überhaupt was los? Da kann auch sein, dass er gar nicht los ist. 6 Leute, naja, gut. Dann machen wir das sonst am Wochenende. Wir können ja sonst mal was ganz Verrücktes machen auf Herr der Ringe. Oder kennt ihr noch einen guten? Oder jetzt Herr der Ringe? Lalex, die Security von Monte Knossi auf Narco bald. Ja, klar. Ey, wir haben Monte schon gesehen bei Grant, ne? Wer das noch weiß. Ich habe ihn interviewt. Wir könnten jetzt Herr der Ringe machen, theoretisch, ne? Anubis zockt. Gringo, ein weißer Mexikaner. Also heißt auf mexikanischer Weißer. Boah, könnte man jetzt machen, ne?
Komm, wir gehen auf Herr der Ringe, ich hab Bock. Kommt alle auf Herr der Ringe. Lass mal ein bisschen Action machen. Als Zivilisten. So. Oder ihr habt noch irgendwie einen guten Star Wars Server, gehen wir da auch rauf. Aber sonst gehen wir erstmal auf Lord of the Rings. Jetzt mache ich mir nochmal eine Ankündigung, dass wir rübergehen. Okay, jetzt habe ich eine ganz komische Nachricht bekommen. Ich mache hier nochmal kurz Musik an. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik geblieben? Man weiß es immer nicht. Musikalisch mit dabei, das sind wir doch. So. Also, on the road again. Ja, ja, ich sag ja, das ist voll lustig. Mach eben mal das an. Ich glaube, das ist entspannt, ne? Ja, bist Nintendo, ne? Ja, hier bist du. The little motherfucking things. Fand es heute sehr unterhaltsam. Ja, der Tag ist ja noch jung, ne? Boah, das ist so ein bisschen. Boah, finde ich okay. Ich sehe gerade auch SpongeBob Schwammkopf-Musik. So, ich bin auch erstmal wieder am Zocken, schick dir gleich einen Server dann. Alles klar, mach das, Tony, wir hören uns. So, es geht weiter. Ferenilo, ach stimmt, Ferenilo. Warte mal, hab ich die sogar da schon mal gesehen? Ferenilo, warte mal, soll ich mal kurz eingehen. Ich meine, den habe ich schon mal. Der ist Hitler, ich gucke. So, ich möchte, dass da jetzt erstmal alle bitte reinfolgen. Das ist Bluefire. So, Bluefire, jetzt möchte ich mal sehen. Bedank dich für den Follow, so macht man das. Alexander, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Er macht das gut. Nächste bitte reinfolgen, das ist der Account von unserem lieben Bluefire. Bitte alle bei Bluefire reinfolgen. Sehr gut. Okay, wir machen noch ein bisschen Action auf Lord of the Rings Roleplay. Und dann geht's weiter. Dann machen wir, glaube ich, Daddle-Doo. Oder wir gehen dann mal woanders hin. Was ich weiß, auf jeden Fall. Was ich nicht weiß, macht mich heiß oder so. Nee, was ich auf jeden Fall weiß, dass es wieder sehr Action geladen wird. Und vielleicht können wir ein bisschen was aufnehmen für Material. Ich weiß es aber noch nicht. I don't know it at the moment, but what I know ist, dass wir da jetzt reingehen, auf jeden Fall. Lua started. Wir gehen jetzt Irlo und Gresenheim rein. Ich will ein bisschen Aktion haben. Ich will euch auf dem Server sehen, ja? Ich möchte Familie Gresenheim aufbauen. Wir sind Ghettos. Schönen Abend euch noch. Danke, Toni, dir auch. Reiß die Weiber auf Narco City. So. La-di-da-da-da. So, wo ist die Musik jetzt schon wieder hin? Warum ist die Musik wieder weg? Was soll die Scheiße? Was soll denn diese Scheiße? Warum ist die Musik weg? Nobody knows. So, okay, wir sind auf dem Server. Das finde ich doch herzallerliebst finde ich das. So. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt drauf. Ah, noch nicht ganz. Noch eine ganze. Letztens war ich mit Paul hier drauf. Also nicht Pyro Paul, sondern der andere Paul, der OG Paul. Nichts für ungut. Mit dem war ich letztens drauf. Dann waren wir einfach nachts bis 3 und haben Scheiße hier gemacht. Also was der Scheiße. Wir haben einfach ein bisschen krass. Ich hab den Sound ja ausgemacht, ne? Haben einfach ein bisschen Zeug gesammelt. Sound Mixer. Genau. So. Jetzt ist die Musik auch wieder on hier. Bisschen mal mit der Hand schlagen hier. So. Hallo? Schreibe bitte.
Großschreibung. Moin. Ich will euch auf dem Server sehen, ja? Findet ihr unter Herr Seringer. Also, hallo, wie geht die scheiß Tür nicht auf? Was ist das denn jetzt? Hallo? Ah, jetzt geht der Scheiß. Hallo? Ja. Yeah. Ich habe auf dich gewartet. Sag mir, wie ist es verlaufen? Die Verhandlungen waren in Ordnung. Wir sagen mein Ziel. Sehr gut. Meinst du, wir kommen an unsere Ziele? Ich würde sagen, ich komme jeden Tag an mein Ziel ein wenig näher, wenn ich fest an mich glaube und so hart es geht dran. Sehr gut. Was hast du ihnen gesagt, wie du heißt? Ich habe ihm gesagt, ich werde oft genannt als Boros, aber ich habe auch andere sehr viele Namen, mit denen ich gehe. Sehr gut, Boros. Bist du bereit, heute noch Größeres zu schaffen? Aber natürlich. Ich bin jeden Tag auf das Neueste bereit und stehe mit voller Kraft und Macht dahinter. Sehr gut, Boros. Komm mit. Kennst du den Fürsten, der hier heimisch ist? Weißt du, wer den Ort hier leitet? Ich weiß es nämlich nicht. Scheiße. Boros, weißt du, wer den Ort hier leitet? Wer ist hier Herrscher? Folge mir. Komm, hallo, Krumm. Komm, so. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Oh, aber ich glaube, diese drei Trolle, die werden uns helfen. Ich glaube, sie führen uns zu unserem Ziel. Hallo, wo sind sie denn jetzt? Oh, hast du eine Waffe? Ich hätte eine, ja. So Jungs, was ist jetzt hier los? Wo sind sie? Ich dachte, ihr habt gesagt, wir sollen denn kommen. Was, wenn ihr für Sachen... So, nein, ich hab doch den Namen gesagt. Krumm, ach so, ich dachte, ihr habt gesagt, kommt doch mal alle rum. Nein, Krumm soll kommen. Gar nicht. Und wer ist jetzt Krumm rum? Der Krumm soll kommen, nicht alle. Wer ist denn das? Das ist Krumm, ich bin Krumm und das ist Krumm. Und wo ist Gronk? Achso. Gronk? Gronk schläft. Achso, okay, ich verstehe. Das lief, meine ich ja. Sind sie alle am Schlaf? Papa Gronk, der schläft ganz tief, 6 Meter unter der Erde ungefähr. Wow. Was sind sie vom Beruf? Attentäter oder? Köche. Okay. Wir wollen unsere eigene Taverne eröffnen. Haben Sie Lust, ein Abenteuer zu kochen? Was für ein Abenteuer? Eins mit Girls und Geld. Und mit Kochen. Girls und Geld? Girls und Geld. Komm, ja, mit. Ja, safe, ja, ja. Da fehlt ja nur noch der Tabak. Gibt's einen Puff? Wir gehen nach Mordor, das ist so ähnlich. Machen Sie es gut. Kümmern Sie sich um meine Frau. Ich kenne diesen Mann gar nicht. Frau Offiziere. Boah, das sind aber die Frauen hier, ne? Ja, oh. Bitte. Sind die Straßen gerade sicher? Frau Krug, die sieht so aus. Relativ, ich würde aufpassen. Wir nicht rein. Laut Zeugen Scheiße, ist etwas rekrutiert. Komisches unterwegs. Also immer schön aufpassen. Wenn etwas komisch unterwegs ist, dann mache ich es unkomisch. Also, na gut, man sieht sich. Gut, komm mit, Jungs. Es wird Zeit, dem Komischen auf den Grund zu gehen. Jetzt Herr der Ringe, ja. Sag mal, Grumm, Grang und Grunk, ihr seid alles Drillinge, oder? Oder wurdet ihr einfach so geboren? Nee, Drillinge. Verstehe. Ich hab Zeit und Normales vergessen. Na ja, gut. Hallo? Sind aus dem tiefen Dschungel. Alter, ich kenne sie. Sie kennen mich? Will jemand von euch Anwärter werden und ausgebildet? Aus dem Königreich Kitsch? Nein. Oh, da kommen Sie mit. Nicht Militär. Bitte gehen wir werden auf ein Abenteuer ziehen. Wir wollen noch Mordor. Ich will meine eigene Taverne öffnen. Ich will mein Bier und öffnen. Und einen Zwerg könnten wir gebrauchen. Wollen Sie ausgebildet werden als ein... Lassen Sie uns bitte nicht. Das Königreich Twitch, oder? Ja, natürlich. Also ich komme mal mit. Oh, sehr schön, sehr schön. Wissen Sie, ich habe von Gold... Kommen Sie mit, Bürger. Reichtum... Wir ziehen ins reiche Twitch... gehört und von Huren habe ich auch gehört, aber vor allem um Gold und Reichtum. Arbeiten. Kommen Sie mit, wir gehen jetzt nach Mordor. Oh, da sind Bäume, ich brauche Holz. Was? Schnell gehen Sie weg von diesem Aber das ist Minecraft. Ah, so.
Digga, was ist denn Minecraft daher? Gehen Sie weg. Das ist eine Eichhörnchenkunst. Ich befördere euch. Gehen Sie weg jetzt. Ich helfe euch. Sag das nicht nochmal. Der Herr, gehen Sie weg. Kommen Sie mit. Ich möchte nicht im Militär. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Wir rennen von der Wehrpflicht weg. Das ist Belästigung. Gibt eine Anzeige. Ich zwinge euch nicht, ich helfe euch. Ich mach den weg. Ich will auch nach Mordor. Okay. Stopp. Ich halte eine Rede. Jetzt wird's episch. Okay. Also, hör zu. Lass mich oder du haust halt die... Wir haben uns auf diese Reise begeben. Um ein Abenteuer zu erleben. Um eine Taverne zu öffnen. Oder um ins große Königreich einzuziehen. Mit dieser Reise werden wir etwas schaffen für unsere Nachfahren. Man wird die Namen Grumm, Grog und Grund. Es gibt nicht mal einen Grog. Es gibt ihn nicht, verdammte Scheiße. So heißt mein Getränk. Nennen Sie uns einfach die Harrock-Geschwister, hör mal. Die Harrock-Geschwister werden noch in Jahrzehnten, Jahrtausenden bekannt sein. Genauso wie der Zwerg, Timo. Und jetzt geht's weiter. Wieder Tour? Komm mal mit. Ja, jawohl. Was ist das? Was Prinzip? IP, warte, sonst musst du einfach mal Herr der Ringe geben. Ich hab die IP leider gerade nicht. Ich helfe euch nur, ey, was... Warte, kann da mal jetzt die Fresse halten? Wer ist denn das? Der Zwerg hat auf jeden Fall ein Aggressionsproblem. Ja, soll er überhauen? Soll er mal töten oder so? Keine Ahnung. Okay, wir sind inkognito, ja? Wenn die fragen, was wir hier machen, wir sind einfache Reisende. Bleib stehen. Was ist denn jetzt los? Ihr kriegt mit Klima als stehen bleiben, das ist ein Befehl. Willst du degradiert werden? Nein, also bleib stehen Stop. Jetzt. Ich mach dich wieder anwenden. Also Militär war ja wirklich nichts. Wo wollt ihr den Rekruten degradieren? Ich glaub, das funktioniert nicht. Ja. Gut. Okay. Jungs, Harrock-Geschwister, ich will mal eure Händlerstimme hören. Ihr seid einfache Händler. Verkauft mir was. Ihr könnt dann abschauen. Genau nein, so. Nein, kannst du nicht. Kannst ja. Du genauso wie ich dich befördert, ich diesen Stift. Sogar haben nicht. Sie Papier? Nein. Habe ich. Scheiße. Haben Sie einen Stift? Was meinst du? Lass das. Ich habe keinen Stift. Bedrohst du hier gerade einen? Haben Sie ich mag das verkauft? Nicht. Sie haben keinen Stift. Jordan, das nehme ich. Jordan wäre stolz. Oh, scheiße. Schnell da rauf! Was machen die da? Was soll das? Der escalated quickly. Ich abgeschlachtet. Hä? Wir vermissen ein Geschwisterchen. Wo ist ein Grungen? Der steht da vorne, Ich glaube, Grungen. Ja, heute wahrscheinlich keinen Mafia. Komm doch an, wenn der Server ein bisschen voller wird, ja. So, ich entschuldige mich, dass Sie dieses Blutvergießen mit betrachten mussten. Entschuldigung, aber wir sind nur. Würden Sie uns sonst vielleicht begleiten? Wir sind auf geheimer Mission. Wohin geht sie? Mordor. Wir sollen Informationen ergaunern. Nee, ich gehe nicht nach Mordor. Ich mache noch ganz großen Ärger. Da ist noch einer von Ihnen da drüben mit der Laterne. Ja, der hält. Ja, wir sind noch Zwillinge. Ich verstehe. Nun gut. Harrock-Geschwister. Kommt runter. Wenn du nach Mordor gehst, gehst du ganz schön wieder. Siehst du ganz schnell wieder den Rang des Rekruten zu über. Als dein Rang. Du gehst nicht älter nach. Finde ich auch. Machen Sie Ihren Job super. Willkommen, Duros. Wart ihr schon mal hier, Jungs? Nö. Schaut mal, was wir hier haben. Eine Taverne. Taverne? Für einige sind es Ramsch, doch für mich sind es Schätze, sagte der Mann hier. Das könnte euer Gasthaus werden. Wisst ihr, ihr müsst fortdenkend. Immer vorandenkend. Das ist schon hier, das ist ein nettes Placing. Ja. Das stimmt. Aber wartet erstmal auf die Festhalle. Dort vorne geht es rein. Es kann sein, dass wir nicht mehr rauskommen. Und wenn ich mehr rauskommen sollten, dann war es eine schöne Reise. Ja. Oh. Das ist doch hier super. König Harrock. Höchst persönlich, setzt euch hin. Setzen Sie sich zu mir, wir alle sind Könige. Ich bin nur ein einfacher Bauer. Doch ihr seid die große
Königlichkeit Harrok. Oh, dankeschön, da konnte ich erheben. Gut, dankeschön, dankeschön. Gut, geht weiter. Warum ist denn hier keiner? Ich glaube, wir müssen ins tiefste Land. Hallo. Hallo. Ich hätte mich ja Trophäe bitte. Das geht, das geht. Was ist das hier? Was ist das hier? Zauberer. Das ist eine Festhalle. Warum hatten die mich jetzt Profilbild? Was ist denn da los? Okay. Kommen Sie mit. Ja, wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt ins tiefe Mordor. Was macht ihr hier so? Oh, da will ich mit, da will ich mit. Abenteuer erleben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen, aber ich glaube ja. Wo ist euer Bruder? Der wurde die Treppe runtergeschubst. Oh, Scheiße. Ja, wir sind jetzt Zwillinge. Von Vierlingen auf Zwillinge. Der lebt nicht mehr. So schnell kann es gehen. Hallo. Ich glaube, einer von Mordor überhaupt was? Da. Nichts, ich habe noch Hallo gesagt. Jo, Alter, chill mal. Bleib mal nicht so aggressiv. Man muss ja nicht mal so sauer sein. Friss Socken, du Spaß. Wow! Ja. Entspann dich. Was ist denn okay? Jetzt los? Dort vorne ist ein Gaul. Ich liebe Scheiße. Gaul. Warum hat er sein Schwert rausgeholt? Oh mein Gott, rett. Oh, er hat sein Schwert ausgezogen. Sein Schwert ist so lang, ich glaube, der will was kompensieren. Egal, ich zieh meine Hose aus und du kommst das gleiche raus. Harrok, komm rauf! Hier ist ein Platz für einen. Rauf überhaupt? Wartet. Ihr geht da jetzt lieber nicht rein, wenn ich. Oh, du Scheiße. Was noch? Oh, Scheiße. Sorry, Alter. Wartet. Ey, nimm sie nicht mit, bitte, er kidnappt die. Er hat sie gekidnappt. Scheiße! Er hat den Bruder gekidnappt. Ihr seid keine Zwillinge mehr. Was machen wir jetzt? Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Geht da vorne jetzt ab? Was ist denn das hier? Was ist das hier? Geh mir nicht auf die Eier oder spielst du deinem Vorgesetzten, du Wichser. Oh, beleidigst du mich noch einmal? Gehst du mir weiter auf die Eier? Bitte mach das Schwert weg, bitte. Bitte. Au! Ey! Nein! Harrok, schnell komm rauf! Reite! Was geht da hinter uns ab? Was geht da hinter uns ab? Wir müssen zu. Digga, er rennt ihm mit dem Schwert hinterher. Schnell! Wie heißt du überhaupt? Reite. Sona. Sona, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe die drei. Ja, es freut mich auch, dich kennenzulernen. Das Pferd wird besoffen. Ich meine, zu langsam. Ich habe nicht erwartet, dass ich meine Kompagnons verliere. Ey, das passiert ganz schnell immer. Digga, das ist für dumme Scheiße. Nun gut, dort kann man wohl nichts anderes tun. Das sehe ich genauso. Ich glaube, den Rest des Weges sollten wir rennen. Ja, Mann. Dann sind wir schneller. Sag mal, Sona, was machst denn du beruflich? Ich mache ja nichts, ich bin arbeitslos. Ah, das gefällt mir, ich auch. Nice. Siehst du das da auch? Die langen Seile da? Ja. Ja, das sehe ich auch. Sind wir schon tot? Ist das der Weg zum Himmel? Hat der Knappe uns erwischt? Weiß ich nicht, lasset uns herausfinden. Lasset uns herausfinden, ob dies der Weg zum Jenseits sei. Genau. Sona, habt ihr Familie? Nicht so richtig. Nee, ich hab nur einen alten Kumpel, der. Aber, weiß nicht. Wie hieß der? Ich hab sonst keine. Boah, den Namen, das ist schon so lange her. Das kann ich nicht genau sagen jetzt leider. Ich verstehe das. Haben Sie denn Familie? Nö, alle tot. Na, das ist ein Mauer, wa? Naja. Er liebt sich. Ah! Gott, Hilfe! Alter, was ist bitte hier? Oh, reiben Sie schwimmen! Reichen Sie mir die Hand! Reichen Sie mir die Hand! Ich gebe Ihnen die Hand! Oh. Was ist denn? Ich glaube, die Zugbrücke wurde hier entfernt. Okay, ja. Was? Okay, gut, soviel zu dem Thema.
Na gut, lass uns zurück in die Hauptstadt. Ja, Mann. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass dieser Typ da ist und uns absticht oder so. Ja, ich habe gehört, es soll auch einen Drachen hier geben. Ein Drachen? Ja. Das ist krass. Habt ihr schon mal einen Drachen gesehen? Nö. Und ich Sie? Auch nicht. Nö, auch nicht. Was ist denn das? Ein Zeichen, schnell weiter. Im Lades. Wir sollten gegen diesen Drachen in den Kampf ziehen. Wir sollten uns freiwillig melden. Der hat eh keine Chance gegen uns. Nein. Ja. Hallo? Habt ihr einen Drachen gesehen? Hallo? Nee. Uns wurde gesagt, es soll einen Drachen hier geben. Dann ist ja gut. Nee. Aber da hinten ist irgendeine Frau eben hingelaufen. Vielleicht meint da... Oh, die gemeint. Na gut, gehen wir mal hin, ne? Ich glaube, die haben uns verarscht. Wisst ihr, Sona, ein Abenteuer lässt sich erst bestreiten, wenn man mitten in einem ist. Und ich glaube, wir sind in so einem Abenteuer. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch. Wir müssen zusammen durchstehen. Natürlich. Seid ihr bewaffnet? Oh. Nee. Ich habe nur meine Fäuste. Ich verstehe. Hallo? Hallo? Moin. Habt ihr die Information von eurer Enkelin erhalten? Ja. Das erfreut mich sehr. Sagt mal, würdet ihr mir etwas über den Drachen erzählen, der hier herumfliegt? Uns wurde erzählt, dass es einen Drachen gibt. Der ist tot, der liegt in der Ruine, zumindest war das gerade noch. Brauchen Sie eine Waffe? Oder warum haben Sie gerade so gefragt? Natürlich. Also, wir werden jetzt, also, wenn sie einen hätten. Er hat zwei Schwerter, ich sehe zwei Personen, viel Erfolg. Dankeschön. Oh, danke, Mann. Oha. Ich hatte eine Waffe. Hast du beide genommen? Nein, nur eine. Ah, okay, ich glaube, ich hab sie. Wo ist dein Drache, wenn man ihn sucht? Treffen. Achso, ist er tot? Die Drachen sind wahrscheinlich schon alle tot. Und dementsprechend hat Mordor den Typen festgenommen, der anscheinend eine Belohnung ausgibt. Tja. Naja, dann auf zum nächsten Drachen. Auf zum nächsten Drachen. Wisst ihr es? Ist den wir suchen? Suchen einen Mann. Einen alten Mann. Ja. Ich kann Ihnen sagen. Wo ist der? Der am Boden liegt. Wo ist der? Was ist hier passiert? Wo ist dein Drache? Alles gut. Wir packen jetzt mal alle die Waffen. Wo ist der Drache? Aber geh mal wieder hoch, bitte. Wer ist er denn da vorne? Wer ist der denn? Ich bitte Sie auch, Herr Feldherr. Nochmal bitte. Guten Tag. Ey, cooler Hut. Wir sollten uns eher mal Sorgen um den Menschen machen, der uns beauftragt hat, dieses komische Ei zu klauen. Komm, Mädchen, ich hab ein Ei. Hat jemand eine Spur? Ich glaube, dass die hier das Ei verstecken. Ja, das zeig ich doch schon. Ich liebe Eier. Was sind das denn die Leute? Dullivan. Ja. Dullivan. Oh ja. Wir folgen der Spur. Ihr wollt jetzt nicht alle nach Mordor, oder? Ja, Mann. Doch, ganz klar. Nein, vor Mordor bleibe ich ja stehen, weil das ist ja. Das würde ich mich niemals trauen. Nein. Mein Klau, ich vertraue dir zwar, aber nein, drück dich. Du weißt nicht, dass ich. Ja, ich hab den getötet. Komm, mit das mir Ei die Mine hier Luft gesprengt. Nee. Ach so, ist explodiert. Wo ist der Drache? Die Drachen sind schon tot. Was ist das? Oh, lass mich durch! Mensch. Bitte? Muss ab. Scheiße! Wow. Oh. Zück das Schwert! Sind wir mächtig genug? Nein, bin ich. Ich glaube nicht, aber. Okay, das ist nicht gut. Wir sind nicht genug.
Ich bin. Ey, du hast, ich bin Sie Schriftsteller. Haben einen coolen Hut. Schriftsteller, was haben Sie geschrieben? Dankeschön. Gregs Tagebuch, kennen Sie vielleicht? Ich meine. Ja, das ist ein guter. Er ist in die Mine geflüchtet. Ja. Jo, ab in die Mine, wir schlagen den. Zweck unseres Bruders weitermachen. Vielleicht können wir da ein bisschen Geld rausschlagen. Hoffentlich, das ist doch das ganze Ziel hier. Hm. Wir werden seine Bodyguards, seine Leibwächter. Hey, ihr da in der Mine! Männer in der Mine. Zeigt euch! Sind doch ja. Hier nicht etwa am Malochen oder was? Hallo? Ich glaube, man hat uns verarscht. Ja, kann man nichts verarscht. Machen. Nicht, dass der jetzt hier reinkommt und uns auf den Arsch haut, das wäre nicht gut. Das wäre jetzt, was wäre mal ein guter Trick gewesen an der Stelle, muss man aber dann auch sagen, ne? Muss man ihm lassen, ja, hätte er das gemacht, wäre es krass, aber hat er nicht. Ja. Na gut, wir sollten zurück. Scheiße. Ich glaube, wir können die Klinge wegstecken. Nun gut, Sona. Ja, ich auch. Das war doch einigermaßen erfolgreich. Ich meine, haben wir ein kostenloses Schwert bekommen. Ja, ja. So. Haben besser als brauchen, wa? Genau. Oh, was für ein Rotwild kommt da denn? Ich sehe eindeutig mehr, als ich sehen möchte. Ja, das war's. Wir kriegen ich sehe genau das, was ich sehen möchte. Jetzt, also. Na, was ist denn hier los? Hier wurde jemand ermordet. Sind Sie ein Archivist? Ich sehe das, ja. Wirklich? Bist du schlau, ja, Mensch? Ich kann mal helfen. Dankeschön. Und das von einem Grünling. Hört ihr das auch? Ja. Ja. Ich ging Domindon. Oh, was ist jetzt los? Ich finde ihre Ohren ganz cool. Übrigens, was sehr cool ist, hier war ja mal Tanzverbot auf dem Server, ne? Ja, du. Das. Gondoschwert. Was ist hier los? Ja, Wasserbecher. Sie haben aber eine lange Klinge, du. Mein Wasserbecher. Ja. Das Handstocher, das ist nur ein Klacks. Was? Meinst du meins? Wow, wow. Nein, nicht dein Zahnstocher. Ich rede mit dem Bürger. Soll ich mal gucken kurz? Ich bin doch eh schon reingekommen. Soll ich kurz gucken? Klauer, du bist Gondorianer. Der Feldherr geht schon, Da können wir auch. Hinterher. Dann los, alle rein. Ein da. Für Hans. Da. Ah, das war Magie. Ein Wasserdrache. Das ist ein Wasserdrache. Ich glaube, der Drache greift ihn an. Das ist wirklich die Drache, unser Leben! Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße, scheiße, rennen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wo ist das Pferd? Wo ist das Pferd? Ja, ich glaub, der ist ein bisschen zu stark für uns, der Drache. Ist er weg? Wir sind ja noch Bürger! Ah, ich sehe seine Flügel, der ist nicht weg. Kommen. So, ja, wir haben keine Angst vor dem Drachen. Komm, komm. Sala Brundo. Für Mittelerde! Ich hab Angst. Los, alle auf den Drachen. Oh. Kloppt auf ihn, Alter, ein. Wie viel hält der Drache eigentlich aus? Der hat mir die Bombe gegeben. Noch mal nicht mich schlagen. Hast du Attilas? Hat jemand von euch Wallace gekämpft? Ich hab Attilas. Nein, Wallace. Lass mir das Ei. Ich zieh es weg. Was ist hier für ein Ball? Ich liebe Bälle. Ah, das ist ein Ei. Oh, scheiße. Er ist tot. Scheiße. Du hast ihn mit dem Ei getötet. Nein, das war ich nicht. Schnell, lass uns. Nein, das okay, Ei. Okay. Scheiße, ich hab dich geproppkillt. Ah, ui. Schnell. Ich laufe nicht nochmal ins Ei rein. Das ist ein starkes Ei. Das merke ich. Ich hab den Typen mit dem Ei getötet. Oh Gott.
Scheiße. Jetzt propkle ich mich gleich noch selber. Hey, hau ab, hau ab. Der Ork ist gefährlich, glaube ich. Oha. Oh, 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 oh. Da ist ein Pferd, da ist ein Pferd. Oh, das Defense war nicht so gut. Scheiße. Ach. Okay, ich würde aber sagen, hier machen wir Schluss und dann sehen wir uns, was weiß ich mal, live Samstag. Das war doch ein ganz lustiger Stream. Video kommt wahrscheinlich irgendwann die Woche. Ich weiß noch nicht wann.